44. Ausgabe von Weinverstehen leicht gemacht vom 19. Juni 2021. Mein Name ist Florian Bold, ich bin Weinakademiker und freue mich sehr, dich zu dieser Ausgabe mit dem Titel Auf ein Glas Wein mit Gerhard Retter begrüßen zu dürfen. Ich freue mich besonders, Gerhard gewonnen zu haben für dieses Gespräch. Ich wollte schon immer einmal den Satz loswerden, bekannt aus dem TV und Fernsehen. Gerhard, seines Zeichens Sommelier und Koch, ist aus dem Fernsehen tatsächlich bekannt. Er war schon mal Juror bei Grill den Hensler und hat natürlich in Berlin mit seinem Restaurant Cordo und auch früher mit der Fischerklause am Lütchensee sich einen sehr, sehr guten Namen in der Wein- und Genussbranche gemacht. Umso mehr freue ich mich, ihn heute zum Thema Österreich gewonnen zu haben, und er wird uns gemeinsam mit Lorenz Alfert und Stefan Schauer, zwei avantgardistische Winzer, die Qualitätsspitze Österreichs darstellend, uns noch zwei verbleibende Weinbauregionen etwas näher bringen. Zunächst aber mal, bevor es in die Details geht, noch einen Hinweis. Ich habe ja euch bereits bei der letzten Sondersendung mitgeteilt, ich habe mein Angebot, was die Online-Weinkurse angeht, etwas erweitert. Zu jedem Online-Weinkurs bekommst du nun zur Hälfte der Dauer ein kostenloses Online-Meeting mit mir gratis dazu, sodass du mit mir in 1:1 Gespräch alle verbleibenden Fragen diskutieren kannst oder auch natürlich Fragen, die du schon immer zum Wein hattest, muss dann auch gar nicht zu diesem jeweiligen Kurs sein. Soll heißen, du bekommst quasi, wenn du einen 90-minütigen Kurs buchst, 45 Minuten Online-Meeting mit mir gratis dazu, wo wir dann nur die Fragen oder Themen besprechen, die dich interessieren, und damit ist dann eine Maximierung deines Lernerfolgs garantiert. Alle weiteren Infos findest du wie immer auf meiner Kursseite www.online-weinkurs.de. Ansonsten nochmal der Hinweis, am 25. Juni, also schon in einer Woche, findet das nächste Online-Seminar statt mit 2 Stunden zum Thema Wein kaufen leicht gemacht. Wer da möchte, kann sich nochmal auf meiner Seite www.weinseminar.live umschauen und kann sich dazu gerne anmelden. Ja, das zum Vorgeplänkel. Ich freue mich, euch jetzt neben Gerhard Retter, wie gesagt, die beiden Winzer aus der Steiermark und aus der Thermenregion präsentieren zu dürfen. Eins vorweg, mich haben die Weine total fasziniert, total begeistert, sehr, sehr lecker, sehr hochqualitativ, mit Charakter und Terroir und handwerklicher Schrift letzten Endes. Natürlich sind es kleine Meisterstücke, die wir dort verkostet haben. Ich will nicht zu viel vorne wegnehmen und wünsche euch jetzt einfach viel Spaß mit dem unterhaltsamen und kurzweiligen und genauso informativen Gespräch mit Gerhard Retter, Lorenz Alfert und Stefan Schauer. Ja, liebe Podcast-Hörer, herzlich willkommen zu einer nächsten Ausgabe, einer nächsten Episode zu österreichischen Wein, unser großes Überthema im Augenblick, und heute auch wieder eine kleine Premiere bei Weinverstehen leicht gemacht. Wir haben ein Interview nicht nur mit einem Gesprächspartner, sondern gleich mit 3. An erster Stelle möchte ich Gerhard Retter begrüßen, ein Steirer, der freiwillig in München wohnt, vielleicht sogar aus Film und Fernsehen, wie man immer so schön sagt, bekannt ist, hat schon bei der ein oder anderen Kochshow im deutschen Fernsehen teilgenommen als Juror, hat auch in Lütchensee die Fischerklause, einer der ja durchaus bekanntesten Weinlokale in Deutschland, die zumindest in der Szene sehr bekannt sind. Darum soll es heute aber nicht gehen, lieber Gerhard. Grüß dich, herzlich willkommen in meinem Podcast. Servus, mein Lieber, gell? Ich muss dich gleich korrigieren, Lütchensee ist Vergangenheit, gell? Und deswegen lebe ich jetzt in München und ich habe noch das Cordo in Berlin, aber Lütchensee ist voll und ganz in den Händen meiner Ex-Frau.
Ah, siehst du mal, zur Vorbereitung des Gastgebers, da gibt es gleich Sätzen 5. Aber Gerhard, ich glaube, so viel können wir schon ein bisschen versprechen. Heute soll es nicht um dein Restaurant oder die Wein-Speisen-Kombination gehen, sondern da können wir schon in Aussicht stellen, dass es da noch eine zweite Folge im Ende des Jahres oder vielleicht nächsten Jahres geben wird. Aber du hast freundliche und sympathische Unterstützung aus deinem Heimatland organisiert. Zum einen ist es Lorenz Alfert. Grüß dich, Lorenz. Servus, hallo, grüß euch. Und zum zweiten der Stefan Schauer. Hallo, grüß euch. Jetzt sagen wir noch ganz kurz, Gerhard, bevor wir auf Österreich generell zu sprechen kommen, wie bist du auf die beiden Winzer vielleicht gekommen? Naja, zum einen sind sie optisch mit das Ansprechendste, das man hat. Das kann man im Podcast nicht sehen, das tut mir sehr leid, aber die lieben Damen oder auch männliche Interessenten können gerne googeln, man wird sie finden, die beiden Fashionburen, gell? Wir schicken sonst auch Fotos bei Bedarf. Ja, natürlich, natürlich. Selbstverständlich. Es ist ganz einfach, schau mal. Stefan Kitzek, das ist meine Heimat, also nicht die Steiermark an und für sich, das hast du schon erwähnt, gell? Und ich denke, es ist einer der innovativsten Betriebe, die man da finden kann. Die Weine schmecken mir hervorragend, das ist eigentlich sogar das Hauptargument. Und ich denke, das sollte man ruhig kommunizieren, dass man Sachen, die man gerne trinkt, vielleicht auch anderen näher gebracht werden können. Also meine Heimat, die Steiermark, ist selbsterklärend. Eine zweite Heimat, ich habe ja viele Heimaten oder Heimaten, ist und bleibt für mich immer die Dermenregion, in der ich sehr lange gearbeitet habe. Und die Dermenregion ist für mich eines der außergewöhnlichsten Weinbaugebiete mit dem am wenigsten ausgeschöpften Potenzial aller österreichischen Anbaugebiete, würde ich sagen. Das war nicht immer so. Die Dermenregion war früher heißt in den 50er, 60er, 70er Jahren bestimmt das führende Weinbaugebiet Österreichs, also zumindest auch preislich, und hat etwas zu bieten, das werden wir später ja auch noch sehen, beziehungsweise kosten. Es gibt zwei grandiose autochthone Rebsorten. Ich bin ein großer Fan von autochthonen Rebsorten, wenn sie noch eine andere Fähigkeit erfüllen, nämlich nicht nur autochthon, sondern auch die Fähigkeit haben, qualitativ hochwertige Weine zu erzeugen. Hm. Und Zierfandler und Rotgipfler, um die beiden beim Namen zu nennen, können das wie kaum eine andere Rebsorte. Und ich glaube, Lorenz wird uns später noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Genau, man muss vielleicht noch ganz kurz erwähnen, Gerhard, weil wir auch Neueinsteiger hier auf dieser Welle quasi haben. Autochthon bedeutet so viel wie endemisch oder dort zu Hause oder dort abstammend. Und die meistens meint man damit auch mit autochthonen Rebsorten, dass die in anderen Gebieten keine allzu große Rolle spielen, sodass es ein Stück weit ein Aushängeschild für die jeweilige Region ist und ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, man kann auch autochthon heißt auch manchmal so, wir haben nichts anderes. Wir haben nichts anderes. Super. Ja, damit haben wir, ich habe ja in der ersten Episode zu Österreich, habe ich ja schon quasi einen kleinen Schlenker in die Steiermark gemacht mit dem Erwin Sabati. Jetzt hat man ja schon einige Anbaugebiete durchgesprochen. Am Schluss, in der nächsten Ausgabe, gibt es dann noch einen Mitschnitt einer Verkostung aus der Wachau mit der Domäne Wachau. Das war auch sehr spannend, da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Aber Gerhard, vielleicht fangen wir mal grundsätzlich ganz vorne an. Also ich bin ja von Haus aus ein Österreich-Fan, nicht nur weintechnisch generell. Ich auch. Ich hätte auch mal sehr, sehr gerne in Wien gelebt und so weiter. Hat sich leider so nicht ergeben. Aber jetzt im Zuge des Podcasts habe ich mich natürlich mit Österreich nochmal ganz anders auseinandergesetzt als Weinanbauland. Und für mich war und ist der Kickoff damals die Einladung gewesen von Willi Klinger für mich auf die Vivinum 2018, wo ich quasi einen absoluten Crashkurs mit österreichischen Wein bekommen habe und wo mich dann auch tatsächlich insbesondere die Sauvignon Blancs aus eurem Land total begeistert haben. Jetzt sind wir natürlich aus Deutsche schon sehr fokussiert auch, also gerade jetzt in Clubhouse, wo wir auch aufeinander gestoßen sind, häufiger Gerhard, hat so dieses patriotische Trinken anscheinend mittlerweile einen sehr hohen Stellenwert. Oder regionale Produkte, generell ist ja das ein Trend. Deswegen, ich finde es ein bisschen, hat auch seine Schattenseiten, diese Herangehensweise. Aber vielleicht zum Einstieg, was würdest du denn sagen jetzt, wo sich Österreich und Deutschland mal grundsätzlich aus Weinbauland differenzieren, beziehungsweise was das Besondere von Österreich zum Beispiel ist?
Ja, man darf natürlich eigentlich nicht vergessen, wir haben klar unterschiedliche Rebsorten, die Ausrichtung so ist. Also ich meine, die Hauptrebsorte Österreichs ist und bleibt der Grüner Veltliner, ja, der in Deutschland ja wirklich sehr spärlich vorhanden ist, obwohl er früher auch in einzelnen Gebieten, wie zum Beispiel im Rheingau, auch im Rebkataster stand. Das heißt, er war dazu auch befähigt, Qualitätswein zu machen. Ich weiß gar nicht, ob es so viele Unterschiede gibt in der Weinbereitung, muss ich ehrlich gestehen. Gell? Klar hat man unterschiedliche Schwerpunkte. Deutschland steht logischerweise für Rieslinge. Das ist so, die gibt es natürlich auch in Österreich in ebenso hoher Qualität wie die Deutschen, würde ich sagen, aber die Menge ist natürlich eine andere. Ich glaube, die Trinkkultur ist eher etwas, das uns ja, ein bisschen entscheidet. Ich würde fast behaupten, die Österreicher saufen einfach mehr. und das ist eben das, was ich eigentlich sagen will, sie trinken einfach viel mehr eigenen Wein. Deutschland ist ja letztlich Importweltmeister. Und Österreich ist wirklich so, ich habe das jetzt, ich möchte nicht vom Thema abdriften, es geht um, aber nehmen wir das Beispiel Südtirol. Mhm. Südtirol hat in Österreich fast überhaupt keine Bedeutung im Gegensatz zu Deutschland. Mhm. Ja. Warum nicht? Weil die Weine relativ ähnlich sind. Dem, was wir genau haben, liegt auch in der Vergangenheit ein bisschen. Ne? Genau. Und da sagt der Österreicher einfach, na, das habe ich auch daheim. Mhm. Und man ist auch sehr stolz auf das, was sich nach diesem Skandal plötzlich für eine Nische aufgetan hat. Österreich kommt, das ist ein Skandal an, ne? Ja, der 85 gewesen, schon ewig her. Aber ich denke, die Qualität, die Österreich heute liefert, ist immer noch ein bisschen geschuldet an dem absoluten damaligen Niederschlag der gesamten Weinindustrie. Und man musste sich besinnen und mit dem strengsten Weingesetz der Welt hat man da natürlich etwas geschaffen, wo man möglicherweise in Deutschland von träumen kann. Es ist ja wieder eine große Diskussion in Deutschland um das neue Weingesetz. Mhm. Wahrscheinlich gibt es über jedes Weingesetz Diskussionen. Aber der Österreicher ist stolz auf das, was er hat. Das ist auf der einen Seite natürlich Chauvinismus pur, aber man muss sagen, es ist qualitativ untermauert. Mhm. Absolut. Ja. Die Qualitätspyramiden ja, der beiden Länder. Ich würde sagen, die österreichische Pyramide ist wirklich ein gleichschenkeliges Dreieck. Mhm. Die deutsche Qualitätspyramide ist ein bisschen mehr angelehnt am Daimler-Stern. Das heißt, der Mittelbau ist in Deutschland noch nicht so ausgeprägt. Die Spitzen in Deutschland gehen höher als die österreichischen Spitzen. Also würde ich mal sagen, wenn man so die Kultmenschen nimmt, wie Egon Müller und Co. und whatever. Also jetzt vielleicht gar nicht qualitativ, aber im Kultstanding auf der Welt. Österreichischer Mittelbau ist enorm stark. Das wird so in der Gastronomie auch gehegt und gepflegt. Also ich glaube, es gibt in Österreich wirklich kein Dorf, wo es nicht im Dorfwirtshaus einen zumindest anständigen Wein aus einem tollen Glas serviert bekommst, glasweise. Mhm. Und in der Breite sind wir stark. Ja. Also was mich überraschte, ich hatte vor kurzem von der österreichischen Weinmarketing den Jahresindex zugeschickt bekommen, wo quasi alle Weingüter und viele Weine auch beschrieben sind. Und für mich war es zumindest jetzt neu, dass die auch jetzt Südtirol aufgenommen haben. Da ist jetzt das letzte Kapitel in diesem großen Index ist jetzt tatsächlich Südtirol. Aber du hast es schon vorne weggenommen. Das ist ja mein großes Thema, ist ja eigentlich Wein aus deutschsprachigen Anbaugebieten. Ich habe mit Deutschen angefangen, jetzt sind wir bei Österreich. Dann kommt Südtirol, Schweiz und Elsass nehme ich auch noch mit rein, weil es eben schon eine gewisse kulturelle Nähe gibt, die sich natürlich auch ein Stück weit in der Weinbautechnik und auch in den Rebsorten spiegeln, hier und da ein bisschen niederschlägt. Aber du hast völlig recht, ist auch meine Erfahrung, dass der Mittelbau, wie du so schön sagst, in Österreich viel breiter aufgestellt ist wie bei uns. Ich denke, dass es in allen großen Anbaugebieten die letzten Jahrzehnte riesige Qualitätsfortschritte gab. Trotzdem ist bei uns genau, was du sagst, die Mittelschicht nicht allzu stark ausgeprägt. Österreich als Weinbauland, Willi Klinger, ich muss ihn öfters zitieren, weil ich das einfach so toll fand, er hat ein Bild an die Wand geschrieben, er hat gesagt, im Westen fahren wir Ski, im Osten bauen wir Wein an, das fand ich sehr einleuchtend und sehr prägend.
Macht es denn Sinn aus deiner Sicht, Österreich, was ja gerne gemacht wird beim Einstiegskonsumenten, über einen Kamm zu scheren, oder ist die Vielfalt in Österreich einfach allein klimatisch und geologisch sehr, sehr groß? Naja, das ist natürlich ein schwieriges Thema, nicht? Will man einen Markt bereiten, muss man auch Ware haben, nicht? Ja, und wenn ich die Kleinzerstückeltheit sehe, die es halt gibt, es gibt ja, ich weiß nicht, Stefan, Lorenz, wie viele Weingüter in Österreich gibt es, die mehr als 100 Hektar haben? Scheidend gering. Also. Ich habe die Statistik vor Augen, kann die Zahl nicht nennen, aber ich sage, es sind über 100 Hektar keine 40, keine 30. 30, 40 hätte ich gesagt. Ja, ja, maximal. Auch gesagt, wenn überhaupt. Ja, also ja, wenn sein, überhaupt. Und das Gros ist, glaube ich, weiß nicht, was ist der Durchschnittswinzer? Also wenn du es auf Statistik nimmst, ist es 2 Hektar, also wow. Rebfläche quasi durch Winzer. Aber in Wirklichkeit wird sie bei den flaschenfüllenden Betrieben, wirst dich wahrscheinlich bei 5-6 Hektar. Naja, immerhin. Aber trotzdem ist es schon, schau mal, Österreich hat den Weg der Klassifizierung der DACs genommen, weil, ich sage mal so, schön, wenn man ein Land von Individualisten hat, aber es ist nicht markenprägend, gell? Und jetzt jemand aus den Staaten zu sagen, wofür, ich sag, wenn wir bei Willi bleiben, das finde ich ganz gut, das ist, glaube ich, auch vom Willi, der hat mir das mal gesagt, so, und er hat gesagt, wenn du international unterwegs bist, jetzt sagen wir mal, nehmen wir mal die Staaten oder Asien, und da fragt dich einer, und sagt, Österreich, was machen Sie für Weine? Machen Sie tolle trockene Weine? Ja. Machen Sie tolle rote Weine? Ja. Machen Sie tolle süße? Machen Sie tolle Champagner? Ja. Ach so, wir machen alles. Aber es stimmt natürlich auch, aber trotzdem hat man es schwer, eine Positionierung zu finden. Ja? Deutschland hat das mit dem Riesling auch im restsüßen Bereich schon ganz klar gesagt. Der Spätburgunder zieht ein bisschen nach, würde ich sagen. Gell? Aber da ist ganz klar, wofür steht, jetzt frage ich dich mal, Florian, wofür steht Österreich denn für dich? Was ist das Klischee? Mozart, grüner Veltliner und Schnitzel? Absolut, ja. Schöne Frauen, hohe Berge, schneesicher. Aber keine Frauen im Keller? Sehr verfänglich, ja. Nee, aber du hast natürlich recht. Also meine Beobachtung ist schon so, dass viele Weinbaunationen natürlich den Weg über eine Rebsorte gehen, gerade auch in der neuen Welt, aber auch in Europa, dass sich einfach viele Weinbaunationen eine Rebsorte schnappen, diese dann quasi sich auf die Fahnen schreiben und damit ein Alleinstellungsmerkmal auf dem Weltmarkt erzielen wollen. Da können wir an Neuseeland denken mit dem Sauvignon Blanc, da können wir jetzt an Österreich mit Grünen Veltliner denken. Wir haben einen Riesling bei uns zu Hause und so, sag ich mal, vielleicht Chile nochmal als Caminera, wir haben einen Malbec in Argentinien. Also das ist für mich schon so ein bisschen die Stoßrichtung, dass man versucht, sich auf eine Rebsorte als Aushängeschild, als ersten Point of Contact irgendwie halt zu etablieren. Und das ist in Österreich ganz klar der grüne Veltliner. Stimmt. Und in der Steiermark ist es klar der Sauvignon Blanc und der Muscadella, nicht? Genau, ja. Jetzt ist es natürlich schwierig zu sagen, dass es auch noch andere Sachen gibt, die da wachsen und gut sind. Also, weil Stefan ist ja gut im Thema oder so. Der Welschriesling, den ich gerade bearbeite, sozusagen, oder wo wir versuchen, das ein bisschen wieder in den Fokus zu rücken, ist fast überall ein ja, doch, sagen wir mal, Mitläufer. Mhm. Oder ist halt viel Sektgrundwein und Hochprädikat vielleicht. Und in der Steiermark natürlich der gute Zisch- und Weg-Alltagswein. Aber es ist ja auch relativ groß. Es ist die meist angebaute Rebsorte mit fast 8% der Rebfläche. Aber ja, gut, wird nicht wahrgenommen wirklich noch, aber es kommt. Und in Deutschland muss ich noch sagen, zum einen, Deutschland ist so gut wie noch nie. Und ich glaube, auch Österreich wird noch schmerzlich feststellen, dass der deutsche Konsument registriert, was für Güte zu Hause generiert wird. Denn wenn der Deutsche mal so chauvinistisch wird und keinen Lugana mehr konsumiert, keinen Binok, also nicht keinen, aber deutlich weniger, und sich darauf zurückbesinnt, dass sie nicht nur den Riesling haben, sondern auch die Burgundersorten und vor allem auch für dich als Bayer den Silvaner. Das wäre ja eine zweite DNA-Rebsorte des Landes, die einfach da steht, die ungenutzt.
Ja, es ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich hatte ja zum Abschluss meiner Weinakademiker-Ausbildung hatte ich ja als Diplomarbeitsthema, weil ich ja im Hauptberuf bei der Lufthansa bin, war mein Thema Auswahl der Bordweine im Vergleich Austrian gegen Lufthansa und hat da geguckt, was ein vernünftiges Konzept sein könnte für die Bordauswahl. Und man muss ehrlicherweise sagen, Austrian unterscheidet, obwohl es ja eine Gruppe ist, Austrian unterscheidet sich sehr stark mit dem Bordprogramm an Weinen. Austrian ist sehr national geprägt. Sie haben meistens nur einen internationalen Wein. Ansonsten ist es immer österreichischer Wein, der geflogen wird. Und in Deutschland ist es genau andersrum. Wir haben immer einen Riesling dabei, einen Bordeaux und der Rest wird eigentlich bunt durchgemischt. Und das ist zum einen geschuldet natürlich auch eine größere Internationalität und sehr viel Umsteigequote in Frankfurt und in München im Gegensatz zu Wien. Aber es ist letzten Endes auch ein Aushängeschild, wie man sich selber versteht und auch wahrgenommen werden möchte und halt auch, wie man quasi den Bordservice präsentieren möchte. Der ist bei der Austrian im besten Wortsinn viel nationaler geprägt, also im Sinne eines Bewusstseins, was man daheim für eine Kultur hat und die halt auch demonstrieren möchte, das ist bei uns deutlich weniger ausgeprägt. Aber dank Clubhouse habe ich schon das Gefühl jetzt, das scheint sich ein bisschen zu wandeln. Naja, aber die Weine, um das vielleicht noch darauf einzugehen, sucht das nicht sowieso Marcus del Monego aus? Der ist der Kopf des Boards, was die aussuchen, genau. Frank Röder ist mittlerweile auch dabei. Ja. Und da gibt es ein paar von der Hansa noch und ein paar von der LSG, die das machen. Aber die Vorgaben, welche Weine überhaupt in Frage kommen, ist schon auch eine grundsätzliche konzeptionelle Frage, was in dem Board letzten Endes dann auch diskutiert wird, aber nicht letztendlich entschieden wird. Ja, aber ich finde das zu. Entschuldige, Stefan, ich bin gleich fertig. Ich wollte nur eines noch sagen, du darfst aber auch nicht vergessen, welche Menge die Austrian Airlines braucht und was die Lufthansa braucht. Ja, da ist auch nicht jeder, also auch, ich sage mal so, nicht jeder österreichische Winzer wäre imstande, die Lufthansa wirklich zu bestücken. Ja, das ist natürlich ein Aspekt. Auf der anderen Seite gibt es ja auch immer wieder so ein Off-the-Beaten-Track, hieß es damals noch. Ich meine, ich bin jetzt seit 15 Monaten in Kurzarbeit, wo es quasi einen Wein an Bord auch gab, der außerhalb der Weinkarte oder des normalen Programms aufgenommen worden ist, wo es auch geringere Mengen gäbe. Aber natürlich ist die Versorgungsgarantie, Versorgungssicherheit ein ganz großer Punkt bei unserem Flug um Volumen. So. Weil ihr gerade über das ein interessantes Thema, wo wir uns beschäftigt haben, wir haben ja auch das Glück gehabt, zweimal dieses Ost-Hour-Tasting zu gewinnen für die Business Class. Zweimal mit Welschriesling, ich glaube 2014er Jahrgang und 2016er Jahrgang. Also da wäre auch nur, und da kriegt man immer so, also das ist wirklich sehr basisdemokratisch, hätte ich das empfunden, es wird so eine Liste über die ÖWM ausgeschickt, man kann einreichen, das sind die Kategorien, das sind die Anforderungen, das ist der Preis, der gezahlt werden kann und dann schickt man ein, das wird verkostet und dann bei Business, ich glaube, da ist es immer gegangen, so um 2400 Flaschen Abnahme pro Halbjahr oder so. Und das ist ganz okay, da haben sehr viel eingereift, weil hinten Economy, da ist es immer gegangen, ich glaube, da waren 90.000 Abnahme und da haben immer die üblichen 3-4 Kandidaten gewonnen über Jahre, weil ein Wein, 90.000 Flaschen, denn wenn man nicht gewinnt, muss man den Wein trotzdem anbringen. Also da ist es schon wieder, wie Gerhard sagt, das ist ein infrastrukturelles Problem, dass da einfach viele österreichische Betriebe einfach haben. Ja. Und wahrscheinlich auch deutsche in dieser Größenordnung, weil die Lufthansa wird noch mehr brauchen. Absolut, ja. Das sind Faktor 10 mindestens, was da mehr gebraucht wird. Aber um das auf das zurückkommen, was du gesagt hast, Gerhard, ich bin halt auch viel in Asien und USA gewesen. Und wenn man da halt auf den Weinkarten schaut, deutsche Weine, es wird fast nur Riesling draufgeschrieben, außer du bist jetzt in ganz ausgefallenen Weinlokalitäten. Aber sage ich mal, wenn es überhaupt deutschen Wein gibt, dann ist es Riesling. Und wenn ich auf Österreich schaue, denke ich, wird das Schicksal das Ähnliche sein. Also ist auch ein Ziel dieses Podcasts natürlich ein Stück weit links und rechts vom grünen Veltliner zu schauen und auch da den anderen tollen Produkten einen Platz zu bieten, den zu präsentieren. Würdest du sagen, Gerhard, es gibt ein, abgesehen vielleicht von deinem Abstammungsort, gibt es für dich eine Weinregion in Österreich, die sich ganz besonders hervorgetan hat die letzten Jahre? Naja, gut, was jetzt die letzten Jahre muss man definieren. Also, machen wir uns nichts vor, das renommierteste ist und bleibt die Wachau.
international gesehen. Kamptal, Kremstal, selbstverständlich. Die Steiermark war auch immer da, die Rotweine natürlich um den Neusiedler See, im Mittelburgenland. Aber ich glaube, es gibt zwei Gebiete, die durchaus gewonnen haben. Und das eine ist das Südburgenland, also Eisenberg. Das war ein Gebiet, das vor Jahrzehnten, würde ich sagen, vielleicht aus Grutzler und einer Handvoll anderen bestanden hat. Aber da ist sehr viel Dynamik drin. Da reden wir jetzt vom ausgewiesenen Rotweingebiet, ne? Jein. Nimmt man an, aber ist natürlich auch, also der Welschriesling oder die Burgundersorten sind dort auch, aber klar, es ist blaufränkisch natürlich, blaufränkisch Gebiet, das ist schon gar nicht. Ja. Aber das ist so ein Gebiet, das ein bisschen bestimmt wieder zurückgekommen ist auf die Weinkarten beziehungsweise in die Gläser, auch in einer Breite für mich wahrgenommen. Und klar, Österreich ist, das ist natürlich sehr schwer, aber jetzt zu sagen, Dreisendal und Wagram, das waren Gebiete, wo man sagen musste, das konnte ja außerhalb Österreichs kaum einer zuordnen, nicht? Ja, und das DAC-System hat den Leuten, glaube ich, schon ein bisschen geholfen. Ein Gebiet, das ich immer sehr schätze, man vergisst es meistens, aber ich finde es schon besonders, ist natürlich Wien. Eine Weltstadt zu haben mit Weinbau, auch qualitativ in den höchsten Sphären mit Wieninger und Co., wie sie denn auch alle heißen, das ist schon etwas, was... Aber ich glaube, Südburgenland würde ich voranstellen, bisschen verschlafen, aber bestimmt auch noch mit Potenzial für die Zukunft. Und es passiert auch ein bisschen was. Das wäre meine ursprüngliche Heimat, nämlich die Oststeiermark, sprich, das heißt jetzt Vulkanland. Gell? Und es kommt vieles... es gibt Gebiete, die sind eben schon seit 20, 30 Jahren feder- und qualitätsführend. Und es gibt Gebiete, die lange Zeit sich ihrem Schicksal, möchte nicht mal sagen, ergeben haben, sondern die einfach zufrieden waren mit dem, dass sie einen Absatz hatten. Und dazu, lieber Lorenz, gehört auch die Dermenregion bis zu einem Fall. Ich werde da noch drauf eingehen ein bisschen. Bis nachher noch drauf eingehen. Da haben wir noch Zeit. Ja. Genau, du hast es jetzt schon vorweggenommen. Ich wäre nämlich jetzt die nächste Frage gewesen, wie es mit der Zukunft ausschaut. Also ich habe da gerade jetzt natürlich ein Thema, was uns alle beschäftigt, ist der Klimawandel und der alpine Weinbau. Siehst du da eine Zukunft? Weil ich habe auf der Vivinum jetzt, das ist auch schon 3 Jahre her, waren es sehr, sehr vereinzelte Hersteller, die, würde ich mal sagen, gerade mit dem hochqualitativen Durchschnitt in Österreich zum Teil Preise aufrufen, aber die Qualität noch nicht da hatten, dass die Preise jetzt durchgängig so gerechtfertigt wären. Wo siehst du da den alpinen Weinbau? Ist das eine Zukunft oder ist das eine Nische nach wie vor? Naja, den alpinen Weinbau muss man definieren. Wenn wir jetzt, Stefan, ihr seid auf wie viel? 550? 520 bis 610, ja, bauen wir. Ist schon hoch, ja. Also, das ist, natürlich ist es kitzig, aber die Steiermark liegt natürlich auch hoch, gell? Also, ich sag mal, 350 Meter ist Standard, gell? Genau, ja. Ja, und das ist noch nicht alpin natürlich, aber es geht dann schon hoch auch, weiß nicht, oben am Dämmerkogel sind wir auf... 620 ist da, also hätte ich was gezählt, ich schaue gerade hin vom Büro aus, haben einen neuen Weingarten angelegt und der zählt mit 2 anderen zu den höchsten und da liegen wir so auf 618, glaube ich, das ist ja das Höchste am Dämmerkogel, ja. Und wenn du mich darauf ansprichst, das habe ich auch bei ein paar Vorträgen für die Steiermark-Wein auch schon gesagt, ganz ehrlich, es gibt in der Steiermark sehr viel noch zu entdecken oder wieder zu entdecken. Das wäre die, relativ sträflich behandelte und teilweise auch selbstverschuldete Weststeiermark. Wenn man sieht, wie hoch man in der Weststeiermark gehen könnte mit Weingärten, die früher auch mal besetzt waren, Steins und Ligister oder so, auf welchen Böden das auch ist, da ist purer Granit teilweise oder so, da kann man hochgehen auf 700, 800 Meter oder noch höher, wenn man nur meint, das sind Projekte, die sind fast visionär, würde ich sagen. Gell? Ja. Aber man hat die Möglichkeit, hochzugehen. Gell? Die hat man jetzt, ehrlich gesagt, im Burgenland, ohne das jetzt zu werten, du kannst auch im Burgenland, kannst am geschriebenen Stein gehen und dann bist du auf
Ich weiß nicht einmal, wie hoch er ist, gell? Nicht hoch. 400 Meter, oder? Aber ich möchte jetzt nicht, dass ich da einen Schwachsinn sage, aber das ist ja auch eine Ausnahme. Das Groß- und Burgenland ist einfach, 100, 150 Meter Seehöhe, wenn überhaupt, oder 200 vielleicht, gell? Und nochmal ganz konkret, Kärnten, Tirol, wird sich da was tun? Bestimmt, ja. Ich glaube schon, dass das wiedergefunden ist. War früher, Kärnten ist ja schon da und es war ein Weinbaugebiet. Tirol, Nordtirol ist halt, wie der Name schon sagt, Nordtirol, gell? Also, aber machen wir uns nichts vor. Das siehst du in Deutschland auch. Oder auch in Österreich teilweise, in Österreich, dass plötzlich mehr oder weniger Nordhänge wieder bepflanzt werden, was lange Zeit sogar, glaube ich, verboten war. Gell? Ist es theoretisch noch immer in Österreich, ist es, also bei uns in der Steiermark. Ja, aber ich gehe mal, wenn man jetzt in die Wachau geht, plötzlich gibt es die andere Seite der Wachau, also sprich Mautern-Rosa, das heißt das Südufer. Mhm. Ja, da war schon immer Weinbau, klar, aber früher war das eben oft so, dass man sich gesagt hat, naja, ihr gehört zwar zu Wachau, aber wird bei euch was reif auch? Ja. Und jetzt ist man fast dankbar, dass man diese hat. Das ist ja, ich glaube, bei Weil hat sich das ja auch so zugetragen, nicht? Der Turmberg oder so. Das sind ja Lagen, die früher aufgelassen worden sind, weil sie nicht reif wurden. Ne? Ja. Jetzt haben wir ja heute 6 Weine zum Verkosten und das ist eigentlich schon der nächste Aufhänger. Es sind ja alles Weißweine und ich wollte jetzt, bevor wir in die Verkostung einsteigen und mit dem Stefan dann gleich die Verkostung beginnen, nochmal auf das Thema österreichischer Rotwein ansprechen. Du hast es ja gerade schon gesagt mit dem Südburgenland, Blaufränkisch kommt ja auch nochmal hier in der letzten Seminarepisode dann nochmal zur Verkostung. Ein Blaufränkisch, eine total faszinierende Rebsorte, aber ich glaube, wenn man sich die Statistik anschaut vom österreichischen Wein, dann ist Weiß natürlich dominierend, gar keine Frage, so grob glaube ich 2/3 ist Weiß, 1/3 ist Rot. Rosé spielt noch nicht so die ganz große Rolle, ist mein Empfinden nach, aber auf was ich hinaus möchte, ist im roten Bereich ist natürlich der Zweigelt absolut dominierend. Da haben wir glaube ich 2/3 der roten Produktionsmenge ist Zweigelt. Und da wollte ich jetzt eben genau hin, wie schaut es denn im roten Bereich mit der Qualitätsentwicklung aus? Muss man da vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr auf die Burgundersorten setzen, mehr den Blaufränkischen im Mittelpunkt stellen? Oder wie schätzt du den Zweigelt generell ein? Na gut, ich möchte jetzt nicht sagen, dass der Zweigelt unser Dornfelder ist. So schlecht ist er bei Gott nicht. Gell? Nein, wobei man den Dornfelder auch Unrecht tut. Der Zweigelt hat, letztlich ist der Zweigelt wie der grüne Veltliner. Er hat ein irrsinniges Spektrum. Es gibt wirklich exzellente Zweigelt. Es ist natürlich so, hängt vom Ertrag, der Lage und natürlich auch dem Willen des Winzers ab. Was kann die Rebsorte dafür? Gell? Sie muss ja eh schon ertragen, dass sie den Namen tragen muss, dass er auch nicht unumstritten ist. Und es sind halt auch Weine, die... Weißt du, wir sind alles Freaks. Alles, okay? Alles nur. Auch die Leute, die deinen Podcast hören. Aber ich würde was sagen, draußen die Menschen, die eigentlich die Masse trinken, jetzt nicht wertend Masse, sondern das Gros, was getrunken wird, die möchten einen roten Wein, der angenehmes, gutes Getränk ist. Und der Zweigelt hat wenig Ecken und Kanten, wenn man ihn gefällig macht. Also ist er wie ein Barbera oder Dolcetto oder eben, der Dornfelder und es gibt gute Dornfelder und wie der Lagrein in dieser Liga spielt der Zweigelt. Was aber nicht heißt, dass man nicht auch aus dieser Rebsorte exorbitant gute, auch lagerfähige Weine machen kann oder könnte. Trotzdem werde ich sagen, für mich ist die Zukunft des österreichischen Rotweines fest an den Blaufränkisch gebunden. Mhm. Burgundersorten, an den dafür prädestinierten Stellen. Und da wird wahrscheinlich Lorenz noch ein bisschen eingehen, denn eine Heimat der Burgundersorten ist für mich auf jeden Fall die Dermenregion und da im Besonderen wird es wahrscheinlich der St. Laurent noch mehr werden als der Pinot Noir. Aber ich mache einfach so, ich halte jetzt mal die Schnauze und lasse die Fachleute sprechen. Jungs, Rotwein, Österreich, los, Steiermark, Stefan. Steiermark, ja, also es gibt ja einige
Bestrebungen, hier natürlich auch ein bisschen mit Rotwein zu machen, nachdem es ja urkundliche Aufzeichnungen von früher gibt. Erzherzog Johann, der ja auch Pinot Noir in unseren Gegenden empfohlen hat. Also mit Pinot gibt es einige spannende Experimente, was man so in Kellern von Kollegen zu Kosten bekommt, ohne dass die auf den Markt noch schon gekommen sind oder kommen werden jetzt demnächst. Selbst am Betrieb haben wir jetzt heuer den letzten Rotweinstock eliminiert, weil wir einfach Fokus auf Weiß gesetzt haben. Und wir Was war der letzte Rote? Zweigelt und ein kleines Eck Merlot haben wir gehabt, so eine Sünde des Vaters, die wir jetzt bereinigt haben. Aber natürlich, wir müssen auch jedes Jahr, jetzt haben wir Rot ausgerissen, das war eine sehr gute Lage, ich und der Bruder wollten Pinot setzen zum Probieren. Dann sagt der Vater natürlich wieder, ob wir jetzt deppert sind, jetzt reißen wir Rot aus, damit wir wieder Rot setzen. Ja. Also es schwillt immer ein bisschen so im Kopf. Pinot Noir sehe ich in der Steiermark, wenn wir jetzt von hochqualitativen, von diesen, was der Gerd besprochen hat, Nerd-Segment reden, für das die Steiermark schon bekannt werden könnte. Aber ja, das wäre absolute Vorreiterrolle, wird sicher ein paar geben jetzt demnächst, die da gute Sachen bringen. Und ja, wenn wir die nächste gute Lage haben, dann werden wir uns da ein bisschen mit ein paar deutschen Kollegen und Österreichern unterhalten und ein paar gute Pinot-Klone in die Steiermark holen. Aber im Großen sehe ich den Fokus schon bei uns auf Weiß. Klar, ja. Ich denke, Rotwein Steiermark, wenn, dann ist es tatsächlich das schon mal angesprochene Vulkanland drüben. Ja, also jetzt, genau, wenn du jetzt nicht von der Südsteiermark sprichst, dann auf alle Fälle das Vulkanland, das da auch bei Zweigelt wirklich sehr gute Weine macht. Und ja, generell Österreich sehe ich auch blaufränkisch und ich persönlich bin ein großer St. Laurent-Fan. Also das finde ich eine super Rebsorte. Ja. Ist ja St. Laurent, muss man ja, haben wir an der Stelle ja schon öfters gesagt, ist ja auch eine Burgunder-Rebsorte. Genau. Und, man muss sich ja immer nicht nur auf den Pinot Noir reduzieren. Ja. Wir haben ja schon von autochthonen Rebsorten gesprochen und du hast auch den Rosé angesprochen, da komme ich wieder auf die Weststeiermark. Mhm. Das wäre möglicherweise wird auch durch, ja, ich sage mal, durch internationale, in diesem Fall deutsche Investoren, sogar eine gewisse Renaissance des Schilchers wieder stattfinden, was bestimmt auch gut ist, denn es ist ein Roséwein, der absolut in unsere Zeit passen würde, weil er autochthon ist, weil er eigenständige Charakteristik hat, unvergleichlich. Gut, er ist manchmal auch unvergleichlich sauer und alles, ja, aber es gehört so. Es ist, wenn wir es sehen, was die Freakshow weltweit sucht, dann hat man mit dem Schilcher einen Wein, der absolut charakterprägend ist für eine Region und bestimmt dahin geht für mich in den Kultstatus wie das Jura oder so aktuell. Exakt. Ist halt nicht entdeckt worden noch. Exakt. Und es wäre auch dementsprechend rar. Erstens also es gibt insgesamt vielleicht 300 Hektar in der Weststeiermark, die mit Schilcher bestockt sind, schätze ich jetzt. Also das wäre schon etwas, wo man Großes machen könnte draus. Ja. Und eben nicht vergessen, der blaue Wildbacher, er ist eine Rotweinrebsorte, gell? Genau, ja. Also, aber gut, das ist ein bisschen sehr, sehr weit und da ist auch sehr viel Wunschdenken dabei, gell? Auf alle Fälle, ja. Gut, soweit Steiermark Rot. Lorenz, magst du? Ja, gerne. Ja, beim zweiten Thema muss ich mich hier komplett anschließen, Gerhard. Natürlich sehr oft in dieser Fixszene, wie du das vorher treffend angesprochen hast, oft verpönt, aber ich sage ja, XY-Weintrinker, der freut sich mitunter einmal über einen marmeladigen Rotwein, wenn ich das jetzt so ausschmücken darf. Und darum glaube ich auch, dass dieses Segment weiterhin seine Rolle in Österreich gut tragen wird. Beim Pinot Noir, beim St. Laurent, muss man halt ganz pauschal sagen, dass der Klimawandel, so wie im Rest Österreich, also auf das ganze Rotwein-Thema, der Klimawandel doch sehr stark merkbar ist. Hätte ich meinem Großvater vor 30 Jahren erzählt, dass ich in meiner neuesten Pinot-Lage Pinot Noir aussetze, er hätte mich wahrscheinlich gefragt, ob ich komplett wahnsinnig bin oder sowas. Heute sind diese Lagen die besten Pinot-Lagen, weil sie eben nach Nordosten auszeigen, weil sie kühl sind. Und auch beim St. Laurent sehe ich das als Potenzial, weil das eben eine Sorte ist, die sehr spät reift und gleichzeitig heimisch für unsere Region ist. Natürlich, Cabernet und Merlot reifen jetzt auch spät bei uns in der Thermenregion, aber das ist jetzt nicht unbedingt heimisch. Aber St. Laurent, glaube ich, wird da sicher
in der Thermenregion und auch in ganz Niederösterreich auf den heißesten Lagen sicher in den nächsten 30 Jahren voll ihr Potenzial ausschöpfen. Der St. Laurent ist ja, glaube ich, auch bei den Winzern teilweise so unbeliebt geworden, weil er einfach extrem faulanfällig ist, gell? Und kapriziert, glaube ich, auch im Verrieseln oder so, nicht? Das weiß ich zu wenig, aber das hat es ja auch mit der Klimawärmung. Das letzte Interview hatte ich ja mit der Marion Ebner-Ebenauer aus dem Weinviertel und die macht ja auch Burgunder, ist ja auch so ein bisschen in die stilistische Richtung gebürstet. Und er macht auch einen St. Laurent und sie sagte, alle sagen immer, die Diva sei der Pinot Noir, aber das können nur Winzer sagen, die noch keinen St. Laurent angebaut haben. Ich glaube, dass der Fokus liegt im Lesezeitpunkt. Das ist natürlich einfach, der Pinot wird einfach um 2 Wochen früher reif oder ist um 2 Wochen früher dran. Und im Herbst als Winzer können sich in 2 Wochen, wenn es 2-mal oder 3-mal dazwischen regnet, einfach Welten tun. Und er ist halt eine sehr kompaktere Traube und das merkt man halt einfach. Das ist so wie beim Neuburger oder beim Welschriedling. Wenn es dann halt 2-mal regnet oder 3-mal regnet, 3 Tage durch, dann steckt dieser Fäulnisdruck und dann hat man den Salat. Und immer so wie, ich glaube, wir alle Betriebe, der Stefan ist derselben Meinung, halt händisch lesen und nur gesundes Lesegut reinholen wollen, dann ist man halt da dann sehr gefordert, dass man das so perfekt wie möglich ins Haus bringt. Und das ist halt die Aufgabe oder das ist das, was tricky halt ist, dann zur Ernte hin. Ja. Gut, ich würde sagen, jetzt haben wir genug über Wein gesprochen, jetzt wird es langsam Zeit, dass wir auch Wein probieren. Zumindest ich habe Lust drauf, habe schon ganz trocken im Mund. Wir fangen mit dir an, Stefan. Wie gesagt, Steiermark, Südsteiermark. Vielleicht erzählst du noch ganz kurz oder kannst auch gerne länger sprechen. Das ist ja das Tolle, wie gesagt, an dem Format. Jeder kann so lange reden, wie er Lust hat. Erzähl doch mal ein bisschen. Das hast du jetzt erst. Noch einer Stunde erst. Na dann. Erzähl doch ein bisschen was über dich, wie du jetzt in den Beruf gekommen bist und über deinen Betrieb, bevor wir auf die Steiermark als Anbaugebiet nochmal speziell eingehen. Alles klar. Gut, ich habe es natürlich, alle, die etwas im Glas haben, können natürlich schon kosten. Ja, freut mich auch, jetzt einmal Begrüßungsworte, dass man da sein darf. Also ein bisschen was ist schon gefallen. Wir sind ein Weingut in Kitzeg in der Südsteiermark. Wir bewirtschaften im Moment circa 25 Hektar, verteilt über die ganze Südsteiermark, wobei der Fokus der Weingärten und der Großteil natürlich in Kitzeg-Sauser liegt. Also wir bewirtschaften hier oder machen hier 17 Hektar, dann haben wir 6 Hektar in Gamlitz und 1,5 Hektar in Leutschach und noch circa 1,5 Hektar jetzt seit ganz neu dazu auch in Gamlitz, also 6,5 in Gamlitz, der Rest in Leutschach. Und ja, eben auf die ganze Südsteiermark verteilt, der Betrieb ist klassisch gewachsen. Der Vater und die Mutter haben 2-3 Standbeine eigentlich aufgebaut. Wir haben auch eine Buschenschank angeschlossen, die seit gestern wieder offen haben darf und kann. Wir haben Gästezimmer, ein kleines Hotel bei uns dabei und eben der Wein, der jetzt seit ich 2009 eingestiegen bin, eigentlich der wichtigste Zweig geworden ist und auch der Zweig, der am stärksten gewachsen ist. Wir haben 2009, wie ich eingestiegen bin und mein Bruder dann 2013, 6 Hektar bewirtschaftet und eben jetzt 25. Also das hat sich alles relativ gut ergeben, war auch viel Glück dabei, muss ich sagen. Wir haben direkt angrenzend an bestehende Flächen eigentlich sehr viel pachten oder auch kaufen können. Wir haben da fast 12 Hektar am Stück am Geißriegel unserer wichtigsten Lage und da lässt sich schon ganz gut arbeiten. Mhm. Ja. Wie viele Flaschen stellt ihr her ungefähr? Wir machen aus den 25 Hektar circa je nach Jahr 120 bis 130.000 Flaschen, haben aber noch nie 25 Hektar komplett in Ertrag gehabt. Ist eben daher, wie ich schon gesagt habe, wir haben jetzt Rotwein 1 Hektar ausgerissen. Also und ich bin seit 7-8 Jahren gemeinsam mit dem Vater, wir machen da so draußen die Weingärten beschäftigt. Einfach in der Steiermark, wir haben es eingangs schon erwähnt, es gibt viele Sorten. Und wir versuchen halt alte Sorten, die so nicht mehr gebräuchlich sind, einfach rauszunehmen und angrenzende Flächen zu verbinden, dass da einfach ein großer Block Sauvignon, ein großer Block Muscatella ist.
einfach, dass das alles ein bisschen wirtschaftlicher wird. Und wir haben auch sehr viel Anlagen gehabt mit Kärntner, Schilcher, Rotwein, Müller-Thurgau. Und ja, das haben wir alles so die letzten 4-5 Jahre bereinigt. Und jetzt ab nächstes Jahr ist das alles gut zum Arbeiten angerichtet. Und dann werden wir so im Engpassbau 150.000 Flaschen Maximum. Ja, also das finde ich total klasse, weil ich sage jetzt mal, vielleicht ist das jetzt ein Fettnäpfchen, aber was mir schon grundsätzlich auffällt, ist, dass wenn Winzer einen sehr, sehr breiten Rebsortenspiegel haben, wo ich mich dann einfach oft frage, wo ist da die Fokussierung? Kann man 15 Rebsorten oder noch mehr wirklich mit dem Anspruch ausbauen, wie wenn man sich auf 4, 5, 6 vielleicht reduziert, ist ja das schon beliebig komplex. Aber die bleiben natürlich dann irgendwo im Mittelbau stecken. Und ich finde einfach, dass es ohne Fokussierung einfach schlicht nicht möglich ist, ein gewisses Qualitätsniveau anzubieten, oder? Gebe ich dir vollkommen recht. Der Gerd hat es eingangs schon erwähnt, dass der Willi Klinger natürlich immer das Problem und Anführungszeichen gehabt hat. Wir sind in Rotgut, Weißgut, Süßgut. In der Steiermark ist es ähnlich. Ich glaube, Sauvignon Blanc hat sich in den letzten 30 Jahren sicher als Speerspitze herausgearbeitet mit dem Muscatella im Windschatten. Jetzt in den letzten Jahren der Welschriesling wieder, als ich unter Anführungszeichen autochtone Rebsorte, das für die Steiermark einfach der Brot- und Butterwein war viele Jahre. Dann sind wir bei uns in Kitzegshausel, wir haben Schieferböden, wir predigen jetzt seit 5 oder seit 10 Jahren Riesling. Also der Riesling ist eine Stütze unserer Betriebe. Dann geht jetzt wellentalförmig, der Chardonnay kommt wieder. Natürlich sagen wir können jetzt auch groß Chardonnays machen. Also es ist schon sehr schwierig. Und wir versuchen natürlich Fokus. Wir haben jetzt 7 Rebsorten in den Weingärten. Mhm. Und ja, Fokus Sauvignon auch in die Tiefe zu gehen, mit Ortswein, mit verschiedensten Lagen, beim Riesling in die Tiefe zu gehen und dann einfach das Sortiment trotzdem sehr straight zu halten, damit nicht jeder, der jetzt bei uns an der Theke steht und verkostet, erschlagen wird von einer vierseitigen Preis- und Produktliste. Ja, genau. Also, liebe Hörer, auf der Tonspur ist das alles immer ein bisschen schwierig zu erfassen, aber wie ihr es von mir gewohnt seid, sind natürlich beide Winzer mit ihren Produkten und auch Bildern zu den Flaschen und auch von ihnen selber in den Shownotes entsprechend verlinkt, dass ihr da auch ein bisschen einen optischen Eindruck habt, oder ihr habt auch dann die Links in den Shownotes auf die jeweiligen Seiten, dass ihr dann euch dort auch selber noch umschauen könnt. Und ich denke mal, die beiden Winzer freuen sich auch über jegliche Kontaktaufnahme. Wie schaut es denn aus mit der Südsteiermark klimatisch und geologisch? Was kannst du uns da darüber sagen? Ja, also geologisch natürlich zweigeteilt. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen. Es hat bei uns vor 65 Millionen Jahren in der Südsteiermark war bedeckt vom Urmeer. Nur Kitzeg, also wo wir unser Weingut haben, hat ist diesen Urmeer herausgeragt. Das heißt, wir haben hier eine Schieferformation, gewachsenen Boden quasi, keine Kalkablagerungen, keine Muschelkalkablagerungen, reinen Schiefer mit einer 20, 30 Zentimeter Humusschicht. Und die restliche Südsteiermark, die ein bisschen tiefer gelegen ist, hat einfach eine sehr kalkreiche, schotterige Böden, einfach weil dort das Urmeer einfach drüber gegangen ist, bis das verschwunden ist. Das heißt, geologisch bis auf Kitzeg schon einheitlich, unter Anführungszeichen, gibt natürlich Gamlitz, die eher Sandböden haben, Leutschach, die eher, oder Ehrenhausen, die eher den Muschelkalkboden haben, gibt schon feine Unterschiede, aber Kitzeg ragt mit den Schieferformationen schon ein bisschen heraus, auch von der Höhenlage. Wir haben es schon mal erwähnt, bei uns gibt es Weinbau bis zu 620 Meter, das sind so die höchsten Erhebungen in der Südsteiermark. Das ist halt auch natürlich ein bisschen die Besonderheit hier oben. Jetzt gibt es ja in der Steiermark, glaube ich, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, gab es ja dieses Bestreben oder das Projekt Terroirweine, oder da gab es so einen Zusammenschluss, oder ich weiß, könnt ihr wahrscheinlich besser sagen, was es ist, aber man hat auf jeden Fall versucht, den Terroir-Gedanken zu fokussieren oder mehr ins Rampenlicht zu stellen. Wie ist es denn vom Rebsortenspiegel jetzt her, weil wir aus Riesling-Domäne
ja häufig uns darauf berufen, dass der Riesling so ein toller Terroir-Interpreter ist, dass sie unterschiedliche Stilistiken eben abhängig von der Geologie sich darstellen lassen mit Riesling. Wie ist es denn mit den Rebsorten, die bei euch angebaut werden? Reagieren die auch sehr sensibel auf die unterschiedlichen Böden? Ja, also wie gesagt, der Terroir-Gedanke trägt sicher der Sauvignon bei uns auch sehr gut die Rechnung. Ich glaube, dass man mit Sauvignon Blanc auch die Möglichkeit hat, das Terroir sehr, sehr gut zu transportieren, obwohl oder vielleicht trotzdem es eine Aromarebsorte ist. Ich finde, du hast bei den Aromen ein extremes Spiel. Kommt es jetzt vom Schiefer, kommt es vom Kalk, kommt es vom Schotter? Also wenn man da ein bisschen drauf eingedrungen ist, ich erlaube es mir, dass der Laie das, glaube ich, nicht sofort weiß oder erkennt, aber das wird in der Burgund ähnlich sein, ja. Dass man dort schon die Stilistiken herausarbeiten kann. Und das ist einfach ein bisschen ein Generationenprojekt. Du hast die Terroir-Bewegung natürlich angestoßen von den auch vor 30 Jahren schon Vorreitern, die STK-Weingüter, die du einfach, ja, die Vätergeneration, die dort angefangen hat, Wein von großartigen Lagen zu kultivieren und auszubauen und einfach, wo jetzt meine Generation versucht, auch nachzuarbeiten oder in diese Fußstapfen zu treten oder auch zu überholen. Und ja, das ist schon sehr, sehr wichtig und war ein wichtiger Anstoß. Und da ist, glaube ich, die Steiermark schon auf einem sehr guten Weg. Im Moment. Gerhard, da fällt mir gerade ein, wir hatten ja auf Clubhouse eine Diskussion ja auch schon über Deutschland, wo wir da zufälligerweise in einem Raum zusammen waren, weil ich muss ehrlicherweise gestehen, bisher hatte ich die Annahme immer, dass die ganzen Lagenbezeichnungen, Lagenunterscheidungen etc., auch gerade der Terroir-Gedanke, sich am ehesten niederschlägt, eigentlich in der Qualitätsspitze. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, war dein Credo ja schon ein bisschen mehr, wir müssen auch gucken, dass die Ortsweine oder Gutsweine unterscheidbar werden und letzten Endes auch ein Aushängeschild werden für ihre eine Herkunft. Herkunft letzten Endes, genau. Naja, schau mal, was du angesprochen hast, ich nehme an, du meinst die Klassifizierung der STK, der Steiermark, der Ortsweine, ja. Das finde ich schon sehr essentiell. Das hat mir ja, das Thema Burgund ist ja schon gefallen. Ich möchte schon als Weintrinker unterscheiden können zwischen dem Geschmack des Weines aus dem Dorf Vaulx-en-Romanée und aus dem Dorf Louis-Saint-Georges oder whatever. Und das wäre etwas, das es auch noch zu finden gibt. Jetzt müssen wir uns da nicht einer Illusion hingeben und sagen, dass jedes Dorf einen hat, aber wenn ich schon einen Namen der Herkunft draufschreibe, ich glaube, Stefan, dein Muscatella, den ich schon im Glas habe, ist Gezeckshauser, das heißt, er ist genau ein Gebietswein, oder? Ortswein. Oder Ortswein, Entschuldigung. Ja, also das ist, und wenn man es schafft, sich auf einen, wenn man einen eine Stilistik herauszuholen. Genau, wenn man sich darauf einigt, eine gewisse Stilistik unter diesem Namen zu vermarkten, dann ist schon viel geholfen, weil es eine große Orientierung für mich als Weintrinker ist, weil ich einfach mich darauf verlassen kann, wenn der Kitzeckshauser draufsteht, dann bewegt sich dieser Wein zwischen den Parametern. Also genau, das ist ein Punkt, wir können nicht gleich auf den Wein gehen, wenn ihr den jetzt trinkt und kostet, was fleißig, jawohl, weil er einfach dreckslecker ist. Also ich spuck den an. Ja, wo, und was ist Kitzek? Genau, also ich erkläre es immer so und sage Kitzek. Man muss sich das jetzt ein bisschen vorstellen bei uns. Es werden alle Zuhörer dann die Fotos sehen im Text, die der Florian angekündigt hat. Es ist ein bisschen schroffer bei uns, es ist ein bisschen bergiger. Es ist trotzdem aufgrund der Höhenlage, es ist alles ein bisschen leichter. Das soll man auch im Wein finden, also eine gewisse Leichtigkeit, die auch der Schieferboden macht. Nie so extrem parfümiert, man ist jetzt Muscatella, hat natürlich immer ein gutes Aroma, aber nie sehr aufgesetzt, das soll sehr einheitlich und hinten, was in Kitzek schon ist, mit dem ich auch zu Beginn immer ein bisschen gekämpft habe, wie ich angefangen habe, ich finde Kitzek ist nie dieser kräftige Wummsmacher, Kitzek ist immer das Elegante. Und das ist es dann auch am Gaumen, das zieht sich ein bisschen so durch. Und das ist für mich so eine Kitzek-Sausal-Stilistik, wo ich mir wünschen würde, wenn das alles so vereinheitlicht haben, dass man sagt, Kitzek ist diese Stilistik. Und wenn man ein Glas Kitzek bestellt, wie Gerhard
es richtig gesagt hat, soll man wissen, es erwartet mich ungefähr dieser Weintyp, so wie ich es, man bleibt man immer in der Burgund, auch in der Burgund erwarte, wenn ich einen Merceau oder einen Sonderbein bestelle. Also bevor wir auf den konkreten Wein einkommen, eine leicht ketzerische Frage oder provokative Frage muss ich noch loswerden, weil ich schon jetzt feststelle in den ganzen Verkostungen, wo ich dabei war und auch Gesprächen, die ich geführt habe. Zum einen findet das statt, was ihr gerade gesagt habt, es muss eine Identifikation möglich sein mit einem eingegrenzten Gebiet, egal wie groß es jetzt ist und auf welcher Qualitätsniveau man sich befindet. Auf der anderen Seite wird aber auch häufiger und immer mehr betont, dass auch die Handschrift des Winzers sich niederschlagen soll. Und da, denke ich, bewegen wir uns vielleicht schon in einem Spannungsfeld, was man vielleicht über die Qualitätspyramide auch auflösen kann, dass man vielleicht in der einen Qualitätsschiene sich bemüht, Weine zu machen, um seine eigene Handschrift, den Hausstil vielleicht zu repräsentieren, so vielleicht von der Denke her, wie es in der Champagne auch zum Beispiel gelebt wird. Und auf der anderen Seite habe ich das Bestreben, das Gebiet zu repräsentieren. Ist das ein Widerspruch oder ist das eine Sache, die sich einfach sehr gut ergänzen lässt? Grundsätzlich, glaube ich, ist eine Sache, die sich im Sortiment schon ergänzen lässt. Also wir haben ja auch durch die Qualitätspyramide, wir versuchen natürlich im Gebietswein auch Wein zu machen oder Wein zu ernten, die zugänglich sind für den Konsumenten, wo man Leute mitnehmen kann, wo man Leute abholen kann, wo Leute unbeschwert ein Glas trinken können. Das ist natürlich auch, sage ich mal, vielleicht immer ein bisschen lauter, ein bisschen frecher, ein bisschen so von den Aromastrukturen eher ein bisschen simpel, hört sich jetzt falsch an, aber ein bisschen ja, angriffslustiger in dem Ganzen gemacht. Und wir am Betrieb versuchen einfach mit dem Gebietswein einen typischen steirischen Wein in die Flasche zu bringen. Das auch jedes Jahr, also wir feilen natürlich auch jedes Jahr, wie was, es wird vielleicht ein bisschen in, ja, einzigartiger oder Anführungszeichen, und wir versuchen dann halt ab den Ortsweinen ein bisschen mehr Handschrift walten zu lassen und das unsere Handschrift ein bisschen aufs Gebiet umzulegen. Also dann alles in großen Holzfässern, alles spontan vergoren, aber auch wie bei den Gebietsweinen kein Eingriff. Also wir geben nichts dazu, wir geben nichts weg, einfach so, ja, den Wein werden lassen. Aber das, wir lesen die Gebietsweine halt etwas früher, vielleicht auch ein bisschen grüner dabei. Einfach ein bisschen die Leute mehr abzuholen, ein bisschen gefällig zu sein in diesen Qualitätsschicht, weil es einfach sehr gut ankommt und das natürlich unsere Brot- und Butterweine sind. Ja, okay, super. Gut, dann würde ich sagen, dann widmen wir uns jetzt endlich den ersten Wein. Und zwar gelber Muscatella, wir haben es jetzt schon angesprochen, ist eigentlich eine Bouquet-Rebsorte. Das heißt, an sich meint man damit, wie ihr ja wisst, liebe Hörer, immer Rebsorten, die halt ein ausgeprägtes Aroma haben, und Muscatella, wenn er reinriecht in das Glas, das Prägnante ist einfach die Rosenblütenaromatik, die, sage ich mal, ihn ein bisschen einzigartig macht auch. Aber was du schon angesprochen hast, ist, finde ich jetzt hier, es ist überhaupt nicht aufdringlich, es ist sehr elegant, es ist eine fast schon kühle Stilistik, würde ich sagen. Also das hat jetzt nichts mit einem breiten Muscatella, wie man es hier und da mal erlebt hat, zu tun, ne? Ja, also vollkommen. Das hat da ein bisschen, also es hat 7,2 Promille Säure. Es hat auch 2,9 Gramm Restzucker, also es ist nicht staubtrocken. Und es soll einfach ein bisschen ein zupackender, vor allem am Gaumen, aufgrund dieser Säure, dieser Struktur, ein bisschen ein zupackender Wein sein, der am Gaumen überzeugen kann, den man vielleicht als Aperol zu Speisen noch super kombinieren kann. Und wie gesagt, eben leichte Muskatnusstöne finde ich auch immer. Ja, ein bisschen Stachelbeer kann ich mir da reindenken, ein bisschen Limette, weil es ein bisschen herb ist auch. Ja, ja. Und soll halt einfach der nicht so aufdringliche Typ sein, genau. Absolut, ja. Also das Ziel ist auf jeden Fall gelungen, weil man hat Muscatella schon oft auch einfach breit und eintönig, aber hier hat man schon eine sehr schöne Komplexität, finde ich. Und gepaart auch mit einer vibrierenden Säure. Also das ist schon lebhaft im Mund, aber sehr gut integriert und gar nicht aufdringlich oder spitz oder so, sondern es ist einfach ein leichter, eleganter, komplexer Wein, der, wie du sagst, aus Magenöffner
perfekt funktionieren würde. Ja. Man, Säure ist natürlich bei uns auch immer ein Thema. Jetzt haben wir schon so oft die Höhe von Kizek angesprochen. Da ist natürlich die Säure ein ständiger Begleiter, auch im Herbst. Wir ernten auch mit höherer Säure und ich finde, das sollte man in den Weinen auch merken und spüren. Und ich bin dann auch ein Freund von Säure, weil ich finde, dass Säure einfach ein bisschen appetitanregend, schluckanregend, trinkanimierend ist in einem gesunden Ausmaß natürlich. Wenn es eine gesunde Säure ist, wenn der Erntezeitpunkt getroffen worden ist. Ja. Also der Wein hat auf jeden Fall einen riesen Trinkfluss. Ich habe es ja gerade schon gesagt, ich bin ja schon am Bicheln hier nebenbei. Zur Info, liebe Hörer, wir nehmen jetzt hier um Mittag auf, aber das ist einfach auch für mich wirklich ein sehr gut gelungener Mittagswein, ja. Ich weiß, ich habe jetzt noch gar nicht geschaut, wie viel Alkohol, 12%. Ich hätte sogar weniger geschätzt, weil er einfach vom Körper leicht rüberkommt. Aber das ist für mich ein sehr gut gemachter Mittagswein auch. Ja, auf alle Fälle. Also könnte man auch zum Frühstück oder zum Brunch schon trinken, sage ich jetzt einmal. Absolut. Ja, super. Man kann ihn immer bringen. Es ist die größte Animierwaffe der Welt. Du riechst rein. Es öffnet es. Ich liebe den Muscatella. Ich liebe ihn. Den guten Muscatella. Ja. Das ist so, weil das animiert. Es ist duftig. Es springt heraus. Und es ist halt so, man muss es im Zaum halten. Wenn der Kitsch überwiegt und die Süße etc., dann ist natürlich, mein Muscatella geht für mich nur in zwei Arten. Entweder jung, knackig, crispy, trocken. Oder super süß. Dazwischen ist es relativ schwer. Und es ist auch schwer, glaube ich, der Rebsorte richtig Charakter zu verleihen und Herkunft, weil sie einfach durch das Aroma schon auch sehr laut und aufdringlich sein kann. Aber, Entschuldigung, kein Steirer kann ohne Muscatella leben. Genau, wie gesagt, der Brot- und Butterwein wird auch dementsprechend, natürlich fährt er gut im Windschatten des Sauvignons, weil er einfach von den Weintrinkern sehr gerne getrunken und gekauft wird. Also das ist ein irrsinniger Boom. Nicht umsonst geht auch das Niederösterreich ein bisschen in die Muscatella-Richtung bei den Auspflanzungen, weil es einfach von den Konsumenten gern angenommen wird. Ja. Und er wirkt halt, wenn er jetzt nicht so jung und frisch daherkommt, wie es jetzt dieser Wein ist, hat es für mich halt oft schon sowas Barockes irgendwie. Ja. Ich denke dann immer an eine alte Lady, die da irgendwie mit ihrer Rosenseife da unterwegs ist. Aber das ist eine Stilistik, die haben wir hier natürlich überhaupt nicht. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Was ich sehr, sehr schön finde, ist einfach in der Nase, ist diese herbe Zitrusfrucht. Ich komme da auf Limette, vielleicht ein bisschen Grapefruit auch hier. Ja. Einfach diese oft bleierne Schwere von diesen Weinen, auch ähnlich wie es beim Gewürztraminer manchmal der Fall ist, einfach super auflöst. Ja. Sag was, Gerd. Red ich Schmarrn? Nein, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil nicht. Aber ich würde sagen, ich glaube, der Muscatella ist auch eine der wenigen Rebsorten, die tatsächlich auch nach der Traube schmeckt. Ja, auf alle Fälle. Also auch der Muscatella, gehst im Weingarten ein bisschen runter, der schmeckt so und das findest du im Glas. Also das ist relativ selten eigentlich. Mhm. Wie hast du den vergoren? Das ist aus zwei unserer besten Lagen, also Geißriegel direkt bei uns am Weingut gelegen und von der Riede Steinriegel, die wir jetzt seit 3 Jahren in Ertrag haben, alles auf Terrassen. Die Steinriegel-Charge, das macht circa 2/3 aus, ist spontan vergoren in einem großen Holzfass. Und der Geißriegel wird klassisch mit so einer neutralen Reinzuchthefe vergoren und haben wir dann kuvertiert. Ja, weil der hat so eine gewisse Cremigkeit auch hinten nach, so eine Stoffigkeit, da hätte ich jetzt entweder gesagt, vielleicht habt ihr Batonnage oder längeres Feinhubelager gemacht, aber Spontanvergärung hat ja auch oft so eine Nebenprodukte, die so ein bisschen wie Staub vielleicht so im Mund wirken. So genau, ja. Also Körnigkeit, ne? Der Wein ist auf der wir vergären und schwefeln dann direkt auf die volle Hefe bis kurz vor der Füllung. Also ich hole meistens immer so 2 Wochen vor der Füllung die Weine von der Hefe für den Verschnitt und das liegt, also der Wein ist gefüllt worden Ende April, mit 1. Mai auf den Markt gekommen und bis dahin eben auf der Hefe gelegen. Und Batonnage machen wir in dem Fall aber nicht oder machen wir bei keinem Wein, weil ich finde, dass das
dann manchmal ein bisschen zum Üppigen ausschlagen kann bei uns in Kitzek mit diesen leichteren Weinen, diese, wo so eher hinten von der Säure und am Gaumen leben, und das wird dann halt ein bisschen vermeiden. Mhm. Aber irgendwo muss die Cremigkeit daherkommen, die man da natürlich, natürlich, natürlich. Ja, super. Wo liegen wir preislich bei dem Wein? Hier liegst du ab Hof bei 14,50 Euro. Okay, gut. Angemessen, absolut. Gar keine Frage. Ja, wir haben also auch Geschichte zum Wein. Wir haben uns lange gewehrt. Den Wein gibt es heuer das erste Mal. So, wir wollten, wie wir vorher schon gesagt haben, wir haben mit dieser Vielfalt in der Steiermark, wir haben versucht, das Sortiment trotzdem immer klein zu halten und Muscatella nur einen Wein zu machen. Also früher lesen, späte lesen, Top-Qualitäten, einfache Qualitäten, alles in einen Wein. Und wir haben immer gefunden, die verschiedenen Chargen kombinieren, harmonieren zusammen am besten und ergeben einen super Wein. Also das nach wie vor, wir haben uns heuer entschlossen, so kleine Chargen von diesen beiden Lagen herauszulösen und einen Wein draus zu machen, weil sie uns wirklich konsequent seit 2-3 Jahren sehr, sehr gut gefallen. Und einfach den Leuten ein bisschen dieses Ortsweinthema mehr zu bespielen und Kitzek ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken. Okay. Dann schwingen wir uns auch zum Aushängeschild von der Steiermark, oder? Jawohl. Gehen wir weiter zum Sauvignon. Genau. Was, bleiben wir nicht beim Schauer? Doch. Ja, ja, wir lieben uns. Ja. Sehr schön. Ja, ihr habt es im Glas, Sauvignon Blanc Theresienhöhe, liebevoll Theres im Volksmund genannt. Also ich hänge da auch unbedingt ein Bild an, das der Florian veröffentlichen muss. Das muss man sich wirklich ganz idyllisch, diese Lage, vorstellen. Das ist ein ca. 10 Hektar großer Berg. In der Mitte oben steht eine Kapelle und das ist eine der angesagtesten und nachgefragtesten Hochzeits-, Tauf- und Feierlocations, die man haben kann, mit einem 360-Grad-Rundumblick, also wirklich sehr idyllisch. Und wir hatten das Glück, mit dem Jahrgang 2017 dort eine 1,5 Hektar Parzelle zu bekommen und haben diese Chance natürlich nicht ausgelassen. Haben jetzt 2 Jahre im Keller experimentiert und Anführungszeichen, wie und welcher Ausbaustil den Wein am besten steht, und haben uns dann jetzt entschlossen, mit dem Jahrgang 2020 erstmalig etwas auf den Markt zu bringen. Mhm. Das ist jetzt nur eine sehr kleine Füllung. Der Großteil liegt im Fass. Der kommt im Herbst, aber wir mussten da ein bisschen unsere eigene Regel Lagenweine erst ab Herbst brechen, weil unser amerikanischer Importeur eine Fassprobe im Dezember bekommen hat und unbedingt eine kleine Range für eine oder auch für die Öffnung in Amerika haben wollte, und haben uns entschlossen, wir füllen einmal 800 Liter ab. Also den gibt es derzeit streng limitiert in Amerika bei euch, und ich glaube, ab Hof haben wir noch 120 Flaschen im Moment. Okay. Liegt in großen Holzfässern, wurde spontan vergoren, hat so eine leicht reduktive Note jetzt, ein bisschen so diese Feuersteinnote, die ein bisschen sehr ausgeprägt ist im Moment, und das einfach für mich eine Note ist, dass der Wein einfach sehr viel innere Kraft und Ausgeglichenheit hat und ein Langstreckenläufer wird. Ja, also ich wollte dich unterbrechen, aber als ich das erste Mal reingerochen habe, was für ein abgefahren geiles Aroma. Also das hat fast nichts mit dem klassischen Sauvignon Blanc zu tun. Das meine ich aber jetzt sehr positiv. Also im ersten Moment, als ich reingerochen habe, hatte ich Mandarinen, Orangen. Das hatte ich im Sauvignon Blanc eigentlich noch gar nicht. Mhm. Wenn man jetzt nochmal reinriecht und ein bisschen Luft ihn gibt, dann kriegt das sowas, ich hätte es jetzt aus Jagdfrucht vielleicht mal bezeichnet. Also fast sowas Überreifes, Tropisches kommt da ein bisschen durch. Und diese Flintigkeit, die nasser Steinmineralität kommt da auch noch, aber es hat fast nichts von dieser typisch grasigen Aromatik. Grüne Paprika hat man hier überhaupt nicht. Also ein faszinierender Sauvignon Blanc. Aber Florian, das, was du aufzählst und als typischen Sauvignon Blanc darstellst, ja, ist richtig. Das, würde ich sagen, ist geprägt durch Weine aus Neuseeland, aus Chile, denn der typische klassische Sauvignon Blanc in seiner Urheimat der Loire ist dem gar nicht unähnlich. Ja,
Aber ich weiß, es ist die Prägung des Sauvignon Blancs in unserem allgemeinen Empfinden ist durch diese tropischen Obstkorb. Genau. Ja. Also wir kämpfen ja auch in der Steiermark ein bisschen, wie der Gerhard es richtig sagt. Sauvignon ist, glaube ich, in den letzten 20 Jahren die am meisten wachsende und schnellsten wachsende Rebsorte auf der Welt. Angepusht natürlich von Chile, Neuseeland, die das sehr gut machen, die halt natürlich sehr standardisiert unter Anführungszeichen arbeiten. Bei uns ist das ursprünglich auch eine sehr wichtige Sorte, aber nie so extrem aromatisch gewesen, dieser Sauvignon, wie man ihn jetzt aus den einfachen südländischen Ländern kennt. Und die Idee ist auch bei uns, schon das Ganze wieder ein bisschen, keine Eingriffe, Wein lassen werden, lang auf der Hefe, lang in Holzfässern, einfach ein bisschen, Wein sein lassen. Ja. Also die Idee dahinter etwas. Und das ist halt auch sehr schon an der Grenze etwas, dem sind wir uns schon bewusst. Da geht so viel auf Messerschneide, finde ich. Grenze meinst du jetzt geschmacklich so edgy oder? Ja, so auf der Grenze, ich sage jetzt mal zu diesen in Anführungszeichen fehlerhaften, wo wir uns mit diesen flintigen, ich nenne es ein bisschen eben dieses Reduktive bewegen, weil es halt ein Spiel ist, das Weine einfach in der Jugend haben, die halt für eine lange Strecke ausgelegt sind. Mhm. Mhm. Aber der Wein kommt sehr gut an. Also wir haben den offiziell eben mit ersten oder jetzt startet er eigentlich und kommt sehr, sehr gut an in Verkostungen, weil er halt doch ein bisschen heraussticht aus den üblichen im Moment. Absolut. Am Gaumen hat es auch circa also 2 Gramm Restzucker, hat es in großen Holzfässern, hat schon einen schönen Druck, der sich jetzt noch ein bisschen entwickeln und aufbauen wird. Und ich finde es einfach ein sehr gelungener, wir nennen Saufwein auf gutem Niveau. Ja, also Saufwein, da muss man jetzt im Österreich mächtig sein, damit man das nicht abwertend versteht. Aber nee, also total faszinierend. Unheimliche Komplexität, auch eine schöne Salzigkeit, finde ich, am Gaumen, was halt für die Mineralität einfach spricht. Auch eine sehr hohe Fokussierung. Schön lang ist der Wein. Ausgewogen, er ist, hat Ecken und Kanten, ich mag sowas, ja, klar, wirst du dann einen oder anderen haben, der sagt, oh, der ist mir nicht zu mainstreamig oder wie man auch immer das bezeichnen möchte, aber also die Aromen ganz klar herausgearbeitet, komplex, ungewöhnlich von der Aromatik her, also super, ich bin wirklich total begeistert. Und was Mega Wein, oder Mega Wein, wie der Wiener sagt. Gell? Ja. Mega Wein, ja. Nein, das ist ganz großartig. Also und wir versuchen das eben so, es gibt schon Winzer, also 2 Winzer sind bis jetzt auf der Lage auch drauf. Also es soll wirklich so, weil wir schon in der Burgund waren, quasi Status, erste Lage, super Potenzial, hochwertiger Wein. Also das geht schon in diese Richtung, wo wir den Wein sehen in Zukunft, wo wir das Potenzial vom Weingarten sehen. Also das ist für uns schon, da sind wir wirklich sehr froh, dass wir diese Lage bekommen konnten vor 3 Jahren, weil es einfach erstens prestigeträchtig ist und zweitens wirklich sehr, sehr große Weine auch hervorbringen kann. Jetzt muss ich noch einmal nachfragen, weil du gesagt hast, reduktive Note, aber du hast auch gesagt, im großen Holzfass ausgebaut, wenn ich es noch richtig habe. Ne? Ja, weil ein bisschen ganz leichten Anflug von einer oxidativen Note, also so einer Reifungsnote, finde ich, hat man schon, weil reduktiv habe ich es jetzt eigentlich nicht gefunden. Er hat so einen ganz leichten Rahmen von so einer, ich will jetzt nicht sagen Holzfassstilistik, weil da jeder immer an was Vanilliges oder Süßliches denkt, aber es ist... Ja. Für mich schon erkennbar, dass der im Holzfass lag. Also ist natürlich auch schon bewusst, wir haben, seit ich eben zu Hause bin, uns versucht, ein Fasslager aufzubauen, das ja natürlich auch sehr kostenintensiv ist, dass man dort auf eine gewisse Literanzahl kommt. Und wir versuchen wirklich ab Ortswein, Lagenweine sowieso alles in Holzfässern zu vergären und auszubauen und bis zur Füllung liegen zu lassen, weil das die Weine eben noch einmal ein bisschen in sich zusammenfügt, ein bisschen runder, hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber ein bisschen runder macht, harmonischer macht und einfach ein bisschen schon aufbaut. Eine Frage noch,
Weil ich jetzt natürlich über deinen Flaschenverschluss gestolpert bin und der Gerhard weiß es, ich habe mal eine Zeit lang an der Hessischen Bergstraße gewohnt in Bensheim. Und da ist ja dein Hinweis immer, welche Weimarer Region in Deutschland in Dornröschenschlaf liegt, dann kommt entweder Mittelrhein oder Hessische Bergstraße. Aber die Bergstraße mehr als der Mittelrhein. Mehr, genau. Bergstraße kommt jetzt ein bisschen mit Sekt, aber sonst kommt es mir wenig unter. Ja, der Ansatz ist dann mehr, die Leute trinken es hauptsächlich selber, weil es sonst auch zu puristisch für manchen ist und es ist auch nicht die ganz große Qualität auf der Breite. Ich habe da aber ein Praktikum gemacht bei Simon Bürkle in Zwingenberg. Mhm. Ich da ein bisschen in meiner freien Zeit damals neben dem Fliegen im Weinberg rumgelaufen und das war so einer der wenigen Winzer, die noch auf dem Glaskorken gesetzt haben, um das jetzt mal bei mir zu nennen. Und ein bisschen hat er jetzt so, glaube ich, die letzten Jahre an Bedeutung verloren, vielleicht auch an Rechtfertigung, aber was spricht für dich für einen Glaskorken? Man muss ein bisschen ausholen, in der Steiermark ist er schon noch sehr weit etabliert. Viele große Betriebe in der Steiermark haben mit Glasverschluss schon lange Erfahrung und verschließen nach wie vor. Bei uns war damals, wir haben 2013, wie dann der Bruder ins Weingut gekommen ist, wollten einfach wirklich auch einen stilistischen Bruch, nicht nur in der Weinqualität, sondern auch vom Aussehen machen zum Vater und haben neue Etiketten gemacht, Flaschenformen etc. uns überlegt und dann natürlich irgendwann kommt man zur Frage des Verschlusses. Waren dann, das war so einprägend, der Lorenz war sogar mit bei Bernhard Ott 2013 und haben dort verkostet und Bernhard Ott hat ja alles im Schrauben und dann hat er gesagt, jetzt arbeiten Weinbauern jahrelang oder ein Jahr lang, um das Beste in die Flasche zu kommen und dann verschließt man das Ganze mit einem Stück Holz. Das ist ja auch eine geile Interpretation. Ja. Das war der Bernhard. Nicht jetzt, der Bernhard, der Otto hat es gemeint. Ja. Das war jetzt natürlich nicht der ausschlaggebende Punkt, aber wir waren halt immer auch nicht ganz mit dem Korken zufrieden. Wir haben vorher der Vater 2005 als einer oder in der ersten Welle schon auf 100% Schrauber umgestellt gehabt, einfach damit man diese Korkschleicher eliminiert. Wir haben einfach auch bei uns im Buschenschrank immer das Problem gehabt, ist der Wein nicht gut, hat einen leichten Kork, diese schwankenden Korken. Und wir wollten das einfach für uns eliminieren, dass wirklich eine Flasche, die wir ausliefern, im Idealfall auch so schmeckt, wie sie aus dem Keller rausgegangen ist. Mhm. Und bei den Alternativverschlüssen sind wir dann auf auf Schrauber und Wienerlock Glasverschluss gekommen und dann ein bisschen mit den Weinbauern Dement Armin, Sattlerhof etc. gesprochen. Alle waren vom Wienerlock sehr angetan. Und dann haben wir gemeint, na, wenn das für die gut ist, dann wird das auch für uns reichen. Und haben eigentlich seit 2013, ich könnte mich an keine Reklamation erinnern. Also Wienerlock ist der Glaskorken. Wienerlock ist der Fachtermini, genau, für den Glasverschluss. Wir sind eigentlich sehr zufrieden damit und es kommt da super gut an. Und weil es halt natürlich auch weniger werden gefühlt, das stimmt, die Wienerlock Glasverschluss fühlen, ist es natürlich einmal ein bisschen ein Hingucker und ein guter Marketing-Gag auch immer wieder dazu. Ja. Aber der Grund war wirklich, um diese Korkschleicher zu vermeiden. Also wo man nicht weiß, als Laie ist es jetzt der Wein nicht gut oder ist der Kork schuld. Mhm. Und das wollten wir einfach für uns ausschließen. Und der Schrauber war dann für uns keine Alternative im höherpreisigen Segment. Okay. Jetzt muss man natürlich fragen, weil du jetzt gerade beim letzten Wein gesagt hattest, das ist ein Wein, der jetzt für die Langstrecke gemacht ist. Wie schaut es denn mit der Reifung aus beim Glaskorken? Habt ihr da, also so wie es jetzt klingt, habt ihr ja schon langjährige Erfahrungen, wie sich Weine unter Glaskorken entwickeln? Ist das vorteilhaft für eure Weine? Ist es neutral? Weil normalerweise würde man ja eher sagen, es braucht einen Korkverschluss, insbesondere ehrlich gesagt, aber beim Rotwein eher mehr braucht es einen Kork, damit der Wein halt reifen kann in der Flasche. Ja, also wir machen jedes Jahr immer zum Abschluss des Weinjahres mit unseren Praktikanten eine Vertikale. Also seit 2009 lege ich natürlich immer alles weg von den Flaggschiffen oder von unseren Topweinen und die verkosten wir dann am Jahresende immer durch. Seit 2013 sind die mit Glasverschluss verschlossen. Wie kann man bei euch Praktikant werden? Vielleicht fühlt sich der ein oder andere Hörer jetzt berufen. Wir suchen für heuer natürlich noch einfach ein kurzes E-Mail an die Adresse, die irgendwo in deinem Fließtext wahrscheinlich stehen wird. Ja. Jederzeit gerne. Im Herbst, ab August sind helfende Hände
jederzeit gefragt bei uns. Und zur Reifung nochmal. Ja, also wir hätten keinerlei, wir haben jetzt nicht das Pendant mit Kork oder so, weil wir haben jetzt keine zweiten Füllungen gemacht mit Alternativverschlüssen. Aber wir für uns finden eigentlich jedes Jahr, dass es sehr, sehr gut reift und wir da so was Fruchtausprägung, Alterungstöne hat, dass es da eigentlich keine Varianzen gibt oder keine Einbußen, sage ich mal. Man, es ist auch, wenn man mit anderen Kollegen redet, die sagen, man, es fehlt. Und dann, wie lang lagert man auch den Wein? Also ich weiß jetzt nicht, wie viel Schauerwein nach 10, 8, 9 Jahren noch herumkullert irgendwo im Moment. Hoffe natürlich, dass es mehr wird, dass die Leute die Weine dann in den Keller legen und reifen lassen. Ja. Aber wie viel, das betrifft natürlich wieder ein bisschen diese Wein-Nerds uns, die das machen. Der normale Weintrinker wird wahrscheinlich innerhalb von 2, 3 Jahren alles austrinken, was er hat. Und ich glaube, dass der Glossverschluss für das schon sehr, sehr gut geeignet ist, auch auf lange Strecke den Wein gut zu verschließen und frisch zu halten. Ja, ich habe mal eine Statistik gelesen, die zitiere ich immer wieder ganz gerne, weil ich es sehr eindrücklich finde und Ausdruck der deutschen Weinkultur ist. Wein ist halt bei den meisten einfach ein Bedarfsgut, denke ich, oder ist so. Und angeblich werden 93% der gekauften Weine innerhalb der ersten 3 Tage verzehrt nach Kaufdatum. Und das ist ein großer Ausdruck, wie wir zumindest in Deutschland zum Wein als Konsumprodukt stehen. Ne? Ja, ganz sicher. Also das wird sicher auch so stimmen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, schwingen wir uns zum nächsten Wein. Jawohl. Dritter Wein und abschließend aus der Südsteiermark unser Weißburgunder. Haben wir heute noch gar nicht besprochen, aber wir haben mit Weißburgunder verbinden wir das Potenzial des steirischen Burgunders. Also das ist eine Rebsorte, die auch jeder Steirer im Weingarten stehen hat, die jeder Steirer anbietet. Wir sehen da schon die Möglichkeit zu einem kleinen Revival. Also Chardonnay ist natürlich weltweit besetzt, Weißburgunder, Südtirol sehr stark, österreichweit und natürlich auch im deutschsprachigen Raum. Aber wir glauben, das könnte eine Nische sein, wo man reinstößen kann in der Steiermark. Wir haben da vor, in der Zwischenzeit, es muss wie Wien um, ich glaube 2014 oder 16, ich glaube 2014 gewesen sein, wie David Schildknecht dann direkt nach der Vivino und am nächsten Tag um 8 Uhr in der Früh bei uns aufgeschlagen hat und wir da sehr viel über Weißburgunder gesprochen haben und der uns da ein bisschen auch die Augen geöffnet hat dazu. Und das ist eine Lage, die wir kurz davor übernehmen konnten. Also das ist jetzt eine der höchsten Lagen, die es in Kitzer gibt. Die liegt auf 580, 590 Meter. Sehr imposant, da wird es auch ein paar Fotos im Fließtext geben. Sehr schmale Terrassen mit 50 cm Breite nur. Wird alles per Hand bewirtschaftet, mit Hand gemäht, mit Hand gespritzt, mit Hand gearbeitet. 0,3 Hektar groß und mit Weißburg und einer alten steirischen Selektion bestockt und 1978 bepflanzt. Und die konnte man 2014 pachten. Und aus dem kältern wir jetzt eben den Höchdämmel, so heißt die Lage. Und das ist für uns ein sehr puristischer Ausdruck. Bei dem Wein passiert wirklich nichts. Der wird gepresst, kommt direkt von der Presse in ein Fass und liegt dort bis ein Jahr nach der Ernte und wird dann kurz vor der Ernte des darauffolgenden Jahres abgefüllt und liegt noch ein Jahr in der Flasche. Womit gepresst, Stefan? Mit einer Presse, mit einer pneumatischen Presse. Nein, ich hätte immer gern die Korbpresse. Korbpresse. Ja, hätte ich immer gern, auch für Riesling und ein bisschen für Burgunder. Allerdings ist es sehr schwer, alte, gute und günstige Korbpressen irgendwo herzubekommen. Aber wird mit unserer normalen Presse, in Anführungszeichen normalen Presse, gepresst und direkt mit allen Putz und Stängel in ein Fass. Also das ist ein sehr wilder Wein am Anfang. Der Vater ist jedes Jahr ganz fertig, wenn wir das so im November, wenn nach der Ernte einmal in Ruhe alle Fässer durchgossen, weil der Wein wirklich sehr laut, sehr fordernd, sehr hefig ist, sogar ein bisschen stinkt, würde ich sagen. Und es braucht wirklich ein Jahr, dass der Wein zu sich findet oder ein halbes Jahr. Und das ist einfach, finde ich, so ein sehr urtypischer
geradliniger Weißburgunder. Ich war am Wochenende beim so zusammen mit dem Carsten Saalwächter. Mhm. Und er macht einen Silvaner oder generell seine Weine, aber er macht einen fantastischen Silvaner Alte Reben. Mhm. Aber dann macht er noch einen Silvaner, der ist für mich einer der besten Silvaner der Welt. Mhm. Und der heißt Grauer Stein. Und er macht alles mit Korbpresse. Ja. Und er brennt richtig hohen Druck. Also wirklich. Ja. Alles raus. Er will diese Tannine auch haben und so, der braucht sie auch. Und er sagt, das Zeug, es dauert natürlich lang. Er sagt, er ist der Most und das Zeug, was da rauskommt, ist teilweise schwarz. Ja. Und er ist am Anfang auch selbst immer erschrocken gewesen, aber es klärt sich wieder. Der Wein, er wird dann blankhell und so. Und er sagt, diese schonende Pressen oder so gibt ihm einfach zu wenig. Aber gut, das ist. Klar. Das ist ähnliche Thematik. Also ich bin wirklich seit 2 und ich bin auch jetzt mit dem Säckinger Jonas ein bisschen in Kontakt bezüglich gebrauchter Korbpresse. Der möchte eine verkaufen, die er hat. Da sind wir zufällig ins Reden gekommen, dass wir die vielleicht aus Deutschland herholen. Ich glaube auch, dass Korbpressen einiges bringen könnten für eine gewisse Stilistik, weil ich diese auch finde, Wein lebt von Tannin. Von Gerbstoff und das braucht einfach ein bisschen Zeit. Ähnlich, du hast vorher angesprochen, Welschriesling, das große Thema. Wir haben da jetzt Welschriesling auch im Keller. Die haben 2 Jahre oder 1 Jahr gebraucht, bis die sich finden oder ein inneres Gleichgewicht finden. Weil die werden da immer mit Füßen sogar getreten, auch ein Teil von Weißburgundern jetzt. Also das braucht einfach ein bisschen Zeit, je mehr Gerbstoff du dem Wein mitgibst bei der Verarbeitung. Und das, wie es früher war, dass man einfach versucht, wenig Gerbstoff und dann vielleicht sogar noch zu schönen und alles sehr glatt zu machen. Ich glaube, das ist vor allem jetzt bei der jungen Garde fast schon ein bisschen out oder wird eigentlich fast aufgehört. Gerhard, magst du den Wein beschreiben und 2 Sätze zu dem Wein erzählen? Ja, ich finde den Wein irrsinnig komplex und vielschichtig, mit einer enormen Würze versehen, die man dem Weißburgunder gar nicht zutrauen würde. Und das ist ja für mich auch immer so, ich meine, ich liebe den Weißburgunder auch, als Speisenbegleiter fantastisch gut einsetzbar. Häufig allerdings fehlt ihm dann der letzte Band, so, dass man sagt, okay, es ist ein guter, anständiger Wein, aber es ist selten großer Wein. Das würde ich diesem Wein hier absolut zugestehen. Gell? Er hat eine Eigenständigkeit und die Würze des Weines ist das, was mich eigentlich besonders betört. Nicht? Ja, ja. Ja, wie du sagst, das stimmt schon, Weißburgunder. Vielleicht, das hat natürlich auch viel mit Klonen und Material in den Weingärten zu tun, dass man sich da wahrscheinlich wenig beschäftigt hat. Also wir sind selbst ein bisschen auf der Suche und haben jetzt einen Klon-Mix gesetzt bei einer Anlage, auf der wir sehr viel Zukunftspotenzial sehen. Also wir glauben schon, dass da einiges möglich wäre in der Zukunft. Gibt es ja auch, Stefan, ich glaube, wir haben ja auch in der Steiermark vor allem auch den Klevner, gell? Wo man sagt, genau, ja, genau. Also wenn, dann in der Steiermark, aber auch natürlich verschwindend geringe Menge. Das ist Klevner vielleicht eine Mutation, hätte ich am ehesten gesagt, von Weißburgunder, die noch in manchen Weingärten gehegt und gepflegt wird, von manchen Betrieben. Und ja. Ich glaube, Klevner ist auch so ein bisschen ein Elsässer-Thema, oder? Gut. Also jetzt habe ich nicht verstanden. Ich sagte, Klevner ist auch so ein Elsässer-Thema. Ich glaube, die haben auch, nennen den dort auch Klevner, ne? Ja, wobei, ich muss nochmal nachdenken, damit ich keinen Blödsinn sage. Der Klevner vom Heiligenstein ist, glaube ich, kein Weißburgunder, sondern ist das nicht. Ich muss auch nachschauen, ja. Das war jetzt meine erste Assoziation, aber vielleicht meint man da tatsächlich 2 verschiedene Weine. Ja, ich bin jetzt nicht sicher. Kann sein, dass es das der Weißburgunder ist, aber. Ich kann das nicht sein, da müssen wir nachschauen. Wir reichen es nach auf jeden Fall. Ja, kann sein, dass es auch ein Synonym für Riesling war. Gell? Ich bin nicht mehr sicher. Ja, jetzt dämmert es mir etwas wahrscheinlich, aber ich reiche das dann auf jeden Fall noch nach. Das ist ja gut, also, das Weingut ist ja unweit des Dämmerkogels im Prinzip, da in Kitzek, deswegen haben wir jetzt auch den Gitten.
Also ich muss wieder mal eine Lanze brechen für Weißburgunder. Ich bin ein absoluter Fan dieser Rebsorte. Klar, wir sind ja wieder in der Burgunderfamilie und die alles überragende Dominanz im weißen Burgunder ist natürlich Chardonnay. Ich glaube, da können wir auch, wollen wir auch gar nicht dran rütteln. Aber unter den Brüdern der Weißen, sei es Grauburgunder, Auxerrois, Weißburgunder, ist für mich einfach der Weißburgunder die spannendste Rebsorte. Ich bin absoluter Fan von ihr, weil es einfach oft die ausdrucksstärkere, komplexere und elegantere Variante der beiden anderen darstellt. Und hier, was mir als erstes aufgefallen ist, ist zum einen schon eine relativ typische, im besten Wortsinn, typische Burgundernase, aber schon auch eigenwillig interpretiert. Also ich denke, es ist unverwechselbar, dass man jetzt hier einen Burgunder in der Nase hat. Das auf jeden Fall schon. Aber natürlich merkt man, was der Gerhard schon völlig richtigerweise erwähnt hat, eine unheimliche Komplexität, auch ein unheimliches Potenzial und eine Besonderheit, eine Eigenwilligkeit, das ist das richtige Wort. Eine ganz große Eigenwilligkeit in diesem Wein. Und im Mund fasziniert er mich total. Also ich will mich hier auch nicht immer total überschlagen, liebe Hörer. Und vielleicht habt ihr da auch das Gefühl, dass... Jetzt haben wir da doch ordentlich was überwiesen. Jetzt kannst du dich auch überschlagen, verstehst du? Jetzt kann ich mich auch überschlagen. Aber die Weine sind einfach wirklich so faszinierend, wie wir es jetzt hier versuchen zu präsentieren. Kann das sein, muss ich nochmal kurz nachfragen, Stefan, macht der ein bisschen BSA durch, der Wein? Also der Wein wird sicher zu 100% einen BSA machen, also das liegt ohne Schwefel in den Fässern für ein Jahr, also bis kurz vor der Füllung. Ich habe die, also auch von den analytischen Werten müsste er einen BSA gemacht haben. Ja. Weil ich habe am Gaumen so ein ganz angenehmen, was ich total liebe, aber das muss man mögen, das ist wirklich eine Geschmacksfrage und nicht objektiv, so eine Wert, das echter Geschmack, so ein Karamellbonbon-Geschmack, den finde ich einfach super geil. Also das ist da herrlich. Ja, freut herrlich. Mich. Ja. Florian, jetzt ist es mir wieder eingefallen, ja, kurz nachdem ich im Internet nachgeschaut habe, ist es mir wieder eingefallen. Du möchtest aufklären. Du hast recht, der Klevner ist im Elsass gemeinhin der Weißburgunder. Aber was ich meinte, ist der Klevner der Heiligenstein. Ah. Das wiederum ist eine Mutation der Sauvignon Rosé. Und es gibt ein paar Dörfer, da heißt der Klevner die Heiligenstein und das ist im Prinzip ist eine Mutation des Sauvignon der häufig in die Richtung Gewürztraminer geht. Also es gibt den Klevner als Weißburgunder und den Klevner die Heiligenstein, der wieder kein Weißburgunder ist. Also es hat jeder recht. Schönes Beispiel, jeder hat recht, genau. Naja, du, nach dem vierten Viertel haben viele recht. Ja. Also faszinierender Wein, ich stehe total auf sowas. Verrat mal noch kurz den Preis von dem Weißburgunder. 19 Euro. 19. Kostet das. Ah, super. Ist ja Preis-Leistung abartig, Alter. Abartig gut, ja, wirklich. Und man merkt auch, der hat einen Extrakt, eine Stoffigkeit, wo man auch hier einfach wieder sagen muss, der hat noch viel, viel Potenzial, der hat noch einige Jahre zum Gehen. Wie sind denn eure Erfahrungen? Wo ist der auf seinem Höhepunkt? Ich meine, der macht jetzt schon unheimlich Spaß, aber ja. Wo würdest du sein Potenzial einschätzen? Also ehrlich gesagt, auch schwer zu sagen, wie gesagt, seit 2015 das erste Mal separat ausgebaut und so belassen, verkostet man auch regelmäßig zurück, aber ich glaube auch, dass weil der 2015er noch überhaupt nicht keine schwächelnde Phase zeigt, ich glaube schon, dass man das so in den ersten 7, 8, 9 Jahren immer mit bestem Wissen und Gewissen gut trinken kann und Spaß hat dabei. Absolut, ja. Also man muss den Wein nicht aufheben, aber meine Erfahrung ist, ich sage wieder gerne, die drei großen Dilemma beim Weintrinken, wir trinken Wein generell zu früh, wir trinken Weißwein zu kalt und Rotwein zu warm. Das sind immer so meine drei Sachen, wo ich dann immer... Gar nicht zu sprechen vom Schaumwein, gell? Ja. Die Blöre ist zu 99,9% zu warm. Ja, definitiv. Also nachdem ich jetzt seine drei Weine probiert habe, wenn ich, was nahezu sicher ist, im Herbst noch in Kurzarbeit bin, vielleicht bewerbe ich mich dann selber als Praktikant bei dir und schaue einfach, gerne, dass ich dann bei der Vertikale teilnehmen kann. Sehr gerne. Kost und Logis ist bezahlt. Genau.
Eigenverbrauch ist zu bezahlen, ich sage es dir. Ach so, ja, das, da werden wir schon gleich kommen, dann irgendwie, wenn die Arbeitsleistung passt. Ja, da würde ich noch ein Fragezeichen dahinter machen, aber das musst du dann beurteilen. Aber ich würde da sehr ans Herz legen, wenn ich nur an den Privatkeller denke, den Stefan hat, würde ich da auch Praktikant machen. Ja, ich würde dann vielleicht aus meinem Sortiment dann auch noch was mitnehmen, dann können wir es vielleicht ein bisschen ausgleichen. Ja, sehr gut, na, dann ist der Herbst schon gerettet. Oder ihr kommt einmal gemütlich nach dem Herbst vorbei. Ich komme sowieso zum Buschenschank schon jetzt im Sommer wieder. Gell? Also, sehr gut. Boah. Ja, dann können wir ja eine Fahrgemeinschaft bilden, Gerhard. Stimmt. So. Gut. Vielen Dank, Stefan, für deine tollen Weine. Und ich bedanke mich auch beim Lorenz für seine Geduld. The stage is yours. Erzähl vielleicht, fangen wir bei dir genauso an, vielleicht erzählst du ein bisschen was über dich und über dein Weingut und dann sprechen wir über deine Anbauregion, Themenregion nochmal. Natürlich. Auch von meiner Seite noch einmal ein herzliches Grüß Gott oder Hallo, grüß euch aus der Welt des Rotgipflers und des Zierverhandlers. Wie eben gerade angemerkt, werde ich jetzt ein bisschen was über unseren Betrieb reden und dann über die Region reden. Dann habe ich drei, finde ich, sehr gut charakteristische Weine für unseren Betrieb mitgenommen, also mitgebracht, die wir dann verkosten werden. Also wir sind das Weingut Alfred am Mühlbach aus Dreiskirchen. Dreiskirchen in der Thermenregion liegt südlich von Wien, also circa 20 Kilometer unter Wien. Man sagt immer so der Speckgürtel von Wien. Also das ist ein sehr dicht bewohntes Gebiet bei uns. Also man muss sagen, so umliegend circa 200.000 Leute plus Wien. Also es ist eine sehr dicht bewohnte Region. Der Gerhard kennt sie recht gut, der Stefan auch, der ist sehr oft bei mir zu Besuch und es prägt schon eine sehr, sehr lange Freundschaft durch Studium. Sicher die letzten 10 Jahre, dass wir eigentlich kaum eine Zeit hatten, wo wir nicht im Kontakt waren. Wir sind ein familiär geführtes Weingut mit einem sehr großen gastronomischen Betrieb dabei, einen heurigen. In Deutschland ist das unter dem Wort Straußwirtschaft bekannt. Und das war auch am Anfang immer meine Affinität oder mein Zugang zu unserem Betrieb, weil ich einfach seit jung auf immer mithelfen musste, durfte, konnte. Und meine Eltern haben sehr früh auf ein modernes Lokal und auf gute gastronomische Bewirtschaftung geachtet. Das Weingut war eigentlich eher klein gehalten und 2011, also so nach der Schule, parallel zum Studium, bin ich dann voll in den Betrieb eingestiegen und wir haben jetzt die Rebfläche so von 4,5 Hektar auf 9 bis 9,5 Hektar mittlerweile verdoppelt. Da muss man sich schon ordentlich sputen, dass man das auf einem hohen Niveau, so diese Verdoppelung produziert und dass man seine Weingärten gut beieinander hat. Der Gerhard hat es vorher vielleicht schon einmal gesagt, so dieser Dornröschenschlaf unserer Region. Der hat natürlich immer so ein bisschen das Problem gehabt. Die Region war seit 2000 Jahren, zählt sich in Österreich zu den ältesten weinverarbeiteten Regionen. Jetzt hat man diese lange Geschichte der Region. Im Mittelalter war natürlich auch immer so, in der Zeit der Zisterziensermönche, immer so eine hohe Belebung. Und dann um den Weinskandal herum ist die Region ein wenig in den Dornröschenschlaf verfallen. Warum war das so? Das hat sicher mit der urbanen Bebauung und mit der Vielzahl an Menschen in unserer Region was zu tun gehabt. Meine Kollegen haben halt immer sehr viel von der Gastronomie parallel gelebt. Das heißt, wir hatten alle einen gastronomischen Betrieb und ein Weingut. Und da ist halt ein bisschen so der Vertrieb und das, die Standing Ovations nach außen hin immer ein bisschen verschlafen worden oder es war dann immer ein bisschen zurückhaltender. Aber hier unsere Region mit vielen jungen Kollegen, mit denen ich auch im sehr starken Austausch bin, im Aufwärtstrend. Und das ist auf jeden Fall
auf jeden Fall im Kommen und wir werden das dann nachher kosten. Rotgipfler, Zierfahren, aber auch die Burgundersorten, Chardonnay und Pinot Noir, die gedeihen nicht nur super bei uns, die schmecken auch sehr gut und sind sehr gute Speisenbegleiter. Hm. Herr Lorenz, ganz kurz, weil die meisten Hörer sind ehrlich gesagt Deutsche. Das heißt, wir müssen nochmal in der Geografie vielleicht ein bisschen Unterstützungsarbeit leisten. Wenn man sich jetzt Wien vorstellt, in welcher Himmelsrichtung liegt dann die Terminal? Südlich. Also südlich, Richtung Steiermark runter. Und das ist auch so der Punkt, das macht unsere Geologie, das macht unser Terroir eben aus. Man muss sich das so vorstellen, also dort, wo wir jetzt also im Großraum Wien, das Wiener Becken sagt man da dazu, das war vor circa 19 Millionen Jahren, also wir machen jetzt einen sehr großen Schritt zurück, war das alles Meer. Der Stefan hat das vorher auch schon gesagt, das Jungtertiärmeer, sagen wir so ungefähr 19 Millionen Jahre, nur die obersten Gipfel der Alpen oder auch die letzten Ausbuchtungen der Alpen, wo wir uns in unserer Region sicher dazu zählen, die waren noch belandet. Das Klima war um einiges wärmer, also sehr fast mittelmeerklimatisch. Und das Meer hat natürlich sehr viele Ablagerungen dagelassen. Mhm. Also diesen klassischen Muschelkalk, den man ja doch sehr oft hört, der ist auch bei uns sehr beheimatet und der ist heute der Ausgangspunkt für unseren heutigen Boden und für unser heutiges Terroir. Also ihr seid eine Randzone quasi, weil ich es in der anderen Episode erzählt habe, vom pannonischen Klima, das Wiener Becken ist quasi eine Subregion von der pannonischen Tiefebene, die dann einfach eine ganz spezielle, sehr warme, eher trockene klimatische Bedingungen mit sich bringt und eben auch, wie du es schon gesagt hast, in der Geologie natürlich auch sich niedergeschlagen hat, eben durch die Kalkablagerungen. Und bei uns prallen eigentlich so zwei Klimatypen aufeinander. Einmal so dieses pannonische Übergangsklima, so dieser Alpenvorrand, der da doch vor allem in der Nacht und im Herbst in den Nächten sehr viel kalte Luft, sehr viel Kaltluftfluss bringt. Das ist sehr begünstigend für den Weinbau. Und im Sommer drückt natürlich so diese vom Burgenland, von der burgenländischen Masse so dieser Warmluftstrom rauf. Also das ist so wie die Sperrlinie im Boden ist, haben wir auch beim Klima zwei verschiedene Klimatypen und dazu halt die lockersedimentige Braunerde mit, je nachdem, wo wir uns gerade befinden, höheren oder niedrigeren Kalkanteil. Also der Muschelkalk war einmal da und im Anschluss die letzte Eiszeit, wenn man sich so eine Gletscherzunge vorstellt, das war so 19.000 Jahren, war so die letzte Eiszeit bei uns in der Region über den Großraum Wien. Und so ein Gletscher schiebt immer, je flacher das man wird, desto mehr Material schiebt er nach vorne. So haben wir an manchen Flecken, das merkt man auch dann bei den Orten und den Ortsweiden recht gut, einen höheren Ton- und Lehmanteil und manchmal halt eher einen kargeren Boden. Das heißt, da haben wir jetzt nicht so eine dicke Erdauflageschicht. Und das sind die Weine, da ist der Sedimentanteil oder der Kalkanteil viel höher und das ergibt straffere und mineralischere Weine. Das erklärt sich dann nachher gut, auch bei den Ortsweinen. Das ist immer mir das Wichtigste, das haben wir vorher auch so besprochen, so das Thema, ein Laie sollte es grundsätzlich verstehen und das ist immer mir wichtig, wenn ich jetzt heute zwei Lagenweine habe und ich sage, ja, dieselbe Sorte, dasselbe Ausbau, selbe Stil, aber die Schweine schmecken unterschiedlich. Das muss auch für einen, der sich halbwegs mit Wein beschäftigt oder für Wein interessiert, muss das irgendwie möglich sein, dass er eben diese Unterschiede in seinen Grundzügen erkennen kann und sagen kann, hey gut, das hast du jetzt nicht nur gut erklärt, das macht doch geschmacklich Sinn, ja, und genau. Das taugt mir. Das ist für mich das Allerwichtigste. Ja, es ist ja, muss man ehrlicherweise auch sagen, es ist ja auch das A und O vom Wein, es geht ja keinen Laden rein und sagt, ich hätte jetzt gern Wein, der auf Muschelkalk gewachsen ist, weil ich jetzt Muschelkalk schmecken möchte. Das ist halt immer die Herleitung, die Begründung, die Erklärung, warum der Wein so und so schmeckt, dass der Boden seinen Anteil einfach daran hatte, an der Stilistik. Aber am Ende des Tages muss es sich einfach wieder erlebbar, erschmeckbar beim Kunden im Glas einfach zeigen, definitiv. Gut, also ich muss sagen, die Thermenregion, ich habe es erst einmal kennengelernt, ich war auch erst einmal da, leider,
Und zwar auch im Zuge der Weinakademiker-Ausbildung hat man so einen Vorbereitungskurs in Rust. Und dann ist der ganze Kurs mit dem Willi Bajanuk in die Thermenregion gefahren. Ich habe es gerade nachgeschlagen, weil ich nicht mehr weiß, wo wir da hingefahren sind. Es müsste wahrscheinlich das Freigut Tallern gewesen sein. Was ich, also landschaftlich ultraschön, herrlich, wirklich ganz, ganz toll. Und dort hatten wir dann auch eine sehr ausgeprägte Verkostung von Zierfandler und Rotgipfler. Und das hat mich auch sehr, sehr angesprochen. Was mich persönlich noch interessieren würde, warum Thermenregion? Habt ihr so viele warme Quellen oder was ist der Grund für die Bezeichnung? Der liegt auf jeden Fall in den warmen Quellen. Also wir sind eine Störlinie, sagt man sozusagen, wo zwei Platten aufeinander prallen. Baden, der Name ist vielleicht begrifflich, gerade auch im deutschen Raum, als touristische Stadt, die gern besucht wird. Also da gibt es sehr viele warme Quellen und Thermalbäder. Diese Störlinie ist natürlich für unser heutiges Terroir auch mitunter aussagekräftig gewesen und war sicherlich einer der Gründe, warum in der Römerzeit schon so früh Wein angebaut wurde, weil einfach die Römer in der Besatzungszeit in Carnuntum, in Wien, in Badenia einfach sehr früh erkannten, hey, dort sind warme Quellen, dort siedeln wir uns an. Und im zweiten Zug wurde natürlich herausgefunden, hey, da wächst auch guter Wein. Und so ist diese 2000 Jahre alte Geschichte heraus entstanden. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Die Römer haben sehr gerne gebadet in warmem Wasser und haben gern Wein getrunken. Da war das natürlich wie Arsch auf Eimer dann, genau. Die Geschichte lernt bei uns schon jeder Jungschüler, also was auch immer, also diese Geschichte. Und das ist auch sehr charakteristisch und so ist auch immer in der Mittelalterzeit und dann in der Renaissance und so immer Baden so als Kurort oder auch als Standort der Habsburger und was auch immer, hat immer einen sehr großen Stellenwert gehabt, muss man immer sagen. Ja. Und vielleicht zu deiner Person noch, Lorenz, also du bist quasi Winzer in der wievielten Generation dann? Ja, meine Familie macht seit in Dreiskirchen Wein seit 1762, also über 300 Jahre Weingeschichte. In unserem Haus bin ich die dritte Generation, also wo mein Großvater hat dann in unserem jetzigen Betriebsstandort neu begonnen. Und die Rieden, die wir bewirtschaften, zählen sicher mitunter durch diese lange Geschichte zu den Besten der Region. Und was ich da auch hervorheben will, es gibt bei uns in Dreiskirchen eine der Top-Lagen, der allerbesten Lagen in der Region, das ist die Ried-Mandelhöhe. Und da sind wir vor 10 Jahren in die Gunst gekommen, dass wir dort, oder vor 15 Jahren mittlerweile schon, dass wir Rotgipfler dort aussetzen konnten. Das war so ein erster Entwurf meines Papas, dass er gesagt hat, hey, da könnte Rotgipfler gut passen und in einer begrenzten Anlage. Das heißt, die ganze Mandelhöhe ist ungefähr 3,5 Hektar groß, also sehr, sehr begrenzt und hat einen sehr klingenden, bekannten Namen. Und vor 5 Jahren bin ich dann noch in die günstigste Stunde überhaupt gekommen und wir konnten die Rebanlagen dort verdoppeln. Und ich sage immer, in einer Top-Lage, wo es nur 3,5 Hektar gibt, einen Hektar sein eigen zu nennen, das ist immer ein sehr glücklicher Zug. Und Gerhard? Ich wollte fragen, ihr habt Zierfandler dort, Rotgipfler dort angebaut. Oh, ganz genau. Und die eigentlich ist die Mandelhöhe durch ein anderes Weingut durch den Zierfandler bekannt. Ja. Ist das, wo sind die Unterschiede im Anbau für den beiden oder ist es mehr oder weniger wurscht? Naja, wurscht ist es nicht. Man muss grundsätzlich sagen, dass das Terroir ist das Ausschlaggebende. Mein Papa hat einfach immer den Rotgipfler gefälliger gefunden und hat einfach so dieses, damals nannte man es vielleicht Hirngespinst gehabt, dass das dort sehr gut passen könnte. Und natürlich, der Klimawandel musste auch immer so ein bisschen so mit einberechnet werden. Und so ist halt der Rotgipfler von uns auf die Mandelhöhe gekommen. Und ich sage sicher, das war eine der besten Entscheidungen, die in unserem Hause getroffen wurden. Du hast uns ja den Wein auch mitgebracht. Den werden wir ja am Schluss dann auch nochmal probieren. Aber nochmal auf deine Person zurückzukommen. Ist natürlich jetzt ein bisschen eine verfängliche Frage, aber dein Weg war ja quasi, oder andersrum gefragt, wie weit war dein Weg schon vorgezeichnet, dass du auch mal in die Fußstapfen steigen sollst? War das für dich ein Problem? Hast du es gern gemacht? Naja, man muss da grundsätzlich sagen, es war unser Betrieb war immer sehr gastronomisch geprägt. Also dieses
ein Wirt zu sein und immer mit den Kunden im Kontakt zu sein, das wurde mir so in die Wiege gelegt und das ist mir auch immer sehr leicht gefallen, mit Gästen oder mit Fremden zu reden und mich halt diese gewohnte, gelebte Gastlichkeit auch wirklich auszudrücken. Also ich habe mich dann nie dazu zwingen müssen, dass ich zu wem Grüß Gott sagt und wie geht's und was tut sich so und was haben sie halt gemacht und wollen sie noch was trinken und essen. Das ist immer was ganz Natürliches oder was Alltägliches für mich gewesen. Und dann, das war aber nicht so vorgegeben, dass das Gastronomische schon, aber dass dieses, dieser weinbauliche Bezug oder so diese Detailverliebtheit und dieses nur das Beste ist gut genug, das habe ich dann so mit 20 herum, ist mir da sehr gut der Bogen aufgegangen und habe dann angefangen, wirklich sehr viel Akribie zu Hause zu entwickeln und habe Gott sei Dank auch daheim freie Hand bekommen. Also mein Papa hat mich da eigentlich machen lassen, was ich wollte und die Erfolge haben dann Gott sei Dank nicht allzu lange auf sich warten lassen und es ist dann immer nach einer gewissen Zeit immer was retour gekommen und das bekräftigt einen jungen Winzer oder jungen Menschen halt immer in seinem Handeln und in seinem Tun und ich bin halt immer so ein Grenzgänger in der Region, der halt immer schon vielleicht sagt, das ist vielleicht jetzt noch extrem, wenn wir das machen, aber im Endeffekt ist es das Richtige. Sei es jetzt, dass wir doch sehr konsequent daran arbeiten, dass wir die Rotgipfel und Zierfadler nicht im zu alkoholischen Bereich ausbauen, also dass man eher ein bisschen immer vom Alkohol nicht so der klassische Rotgipfel aus den 80er Jahren, das sind sicher auch noch viele Stereotypen, die in vielen Köpfen drinnen ist, hat immer so 14,5, 15 Alkohol gehabt und 20 Gramm Restzucker. Und wir versuchen eigentlich, dass wir jetzt heute maximal im Spätlesebereich sind, so 13 Alkohol bis maximal 14, je nach Wein und Jahrgang und halt sehr trocken, also unter 4 Gramm unsere Weine ausbauen und seitdem ich das mache, kann ich sicher sagen, dass sich der Absatz und das, wie unsere Kunden und die Weine annehmen, 400% verändert hat. Also das war schon der richtige Schritt in die richtige Richtung und 2018 haben wir unser Etikett umgestellt und das Design. Und da war ich sicher einer der Ersten in der Region, die halt auf ein sehr konsequentes Herkunftssystem gesetzt haben. Mhm. Wir haben leider noch kein DAC-System, das wird vielleicht noch eine Zeit dauern. Aber wenn ich das jetzt auch noch erkläre, dann sprengt das den Rahmen sicher. Und mir war das aber immer klar, dass regional ist genial und die Herkunft ist der allerwichtigste Faktor für mich. Und insofern war mir das einfach sehr wichtig, dass wir unsere Weine in ein bisschen ein System ordnen. Gebietsweine, Ortsweine und Riedenweine. Das mit den Gebietsweinen hat dann noch einen zweiten Grund gehabt. Der Gerhard oder du habt es vorher auch schon erwähnt, diese Sortenvielfalt. Jeder Winzer wäre natürlich glücklich, wenn er nur 5, 6 Weine hat, aber historisch ist das halt einmal so, dass auch durch die Heurigen und die Gastronomie-Szene bei uns, dass man halt eine Vielzahl an Weinen hat, auch diese Wien-Nähe natürlich. Jetzt hast du ein bisschen Veltliner, ein bisschen Riesling, ein bisschen Sauvignon, Chardonnay sowieso, aber der gehört zu den Leitsorten und einen Zweigelt auch noch und Pinot Noir und das in mehreren Stufen. Das hat mir alles nicht zusammengepasst, weil du stehst bei einer Verkostung da und der schaut sich deine Liste an und sagt, hey, ihr habt ja 17 verschiedene Weine und wo liegt da der Fokus? Und das haben wir jetzt recht gut gliedern können, indem wir, dass wir halt diese ganzen heurigen Weine, diese trinkigen Weine in das Format des Gebietsweins gliedern und einfach sagen, die spiegeln die Sortenvielfalt der Region wider. Die sind immer frisch, fruchtig, unkompliziert. Die trinkt man jung, die machen Trinkspaß, die sind total sauber und sortentypisch und die sind dafür geeignet, dass man sie bei uns im Betrieb trinkt, dass man sie sich mit nach Hause nimmt, zum Grillen schnell, Daydrinking, was auch immer, dass man das gut und ohne viel Nachdenken konsumieren kann. Und der Fokus liegt dann ganz klar auf Rotgipfler, Zierfahndler, Chardonnay und Pinot Noir. Super. Das ist so der Gedanke von mir gewesen. Ja. Und ich sehe es immer mehr, dass mehr Kollegen aus der Region an diesem Ortsweinthema festhalten. Und es gibt zwar keiner zu, aber mich persönlich freut das dann schon immer. Ich klopfe mir dann immer genärmer auf die Schulter und sage so, da hast genug Eier bewiesen, dass du da der Erste warst oder dass dich das getraut hast als junger Winzer, auch wenn dich am Anfang ein paar schief anschauen, aber der Weg ist meiner Meinung nach der richtige. Ja, ich meine, natürlich, dann zählst du zur Avantgarde, bist ein gewissermaßen ein Trendsetter und dazu braucht es einfach natürlich ein bisschen Rückgrat. Aber was du jetzt alles gerade erzählt hast,
ist für mich schon Ausdruck auch von einem Generationswechsel und was dann da tatsächlich auch für große Entscheidungen, zum Teil vielleicht auch für Umbrüche anstehen, weil man natürlich mit der Zeit gehen möchte, weil man vielleicht sich auch ein bisschen selber verwirklichen möchte, aber dieser Generationswechsel, ich meine, es klingt jetzt bei dir so einfach und harmonisch, aber aus vielen Gesprächen weiß ich natürlich, dass der Generationswechsel auf vielen Weingütern genau aus den Gründen, die du jetzt als Faktum beschrieben hast, Fokussierung, Qualitätsbewusstsein, Verschlankung des Sortiments etc., das sind ja ganz große Entscheidungen, wo es bei vielen Winzerfamilien im Zuge des Generationswechsels ja nur leider allzu oft ja wirklich richtige Verwerfungen gab, weil das nicht zusammengepasst hat letzten Endes. Bin ich ganz bei dir, ja. Bei uns gibt es andere Gründe, wo man einmal diskutieren muss oder ja, wo man einmal uneins ist. Das ist halt immer woanders, aber in unserem Betrieb ist das halt immer so ein bisschen so der Fokus, dass mein Papa hat relativ früh den Betrieb übernehmen müssen. Sein Vater ist sehr jung verstorben und insofern hat er sehr früh auch bei uns, bei meiner Schwester, meine Schwester ist auch im Betrieb, die kümmert sich um die Gastronomie, sehr früh gesagt, dass halt jeder so irgendwie seinen Fokus braucht oder dass halt jeder so seinen Schaffungsbereich braucht, wo er verantwortlich ist. Ja, nee, ich meinte es auch sehr positiv, dass es deinem Vater oder deinen Eltern einfach sehr, sehr positiv anzurechnen ist, dass die dir da so viel freie Hand gelassen haben und damit natürlich auch den irgendwann notwendigerweise Übergang halt auch sehr harmonisch produktiv vonstatten gehen lassen im Laufe der Zeit und halt mit wenig bösem Blut. Das finde ich einfach halt super. Und ja, Lorenz. Kostet man den ersten Wein? Ja, genau. Also ich habe mir schon eingeschaltet. Ist schon leer, die Flasche. Wirklich gehört, naja. Ich habe ihn auch schon probiert. Wir probieren jetzt als erstes den Zierfandler aus Gumpoldskirchen 2019. Ja, erzähl uns ein bisschen was drüber, Lorenz. Vorher schon erwähnt, die schweren Böden und eher ein bisschen die filigraneren, die kargeren Böden. Gumpoldskirchen zählt für mich immer so zu den kargeren Böden. Das heißt, die Frucht ist immer ein bisschen nicht so würzig ausgeprägt. Zierfandler für mich, das Pseudonym dafür ist Spätrot. Das heißt, die Sorte verfärbt sich ganz pink. Kurz vor der Ernte, kurz vor der Reife. Lorenz, das musst du sowieso noch erklären, gell? Spätrot und Spätrot-Rotgipfler später, gell? Bitte. Mache ich dann im Anschluss, wenn wir den Rotgipfler haben. Also Zierfandler reinsortig ausgebaut im Stahltank. Da haben wir zwei Anlagen, eine sehr alte Anlage in Gumpoldskirchen und eine eher jüngere Anlage. Und Zierfandler zeichnet sich für mich in der Nase immer so aus. Zitrus, Grapefruit, so ein bisschen ein zarter Kräutertouch. Und wenn man Knochen trocken ausbaut, ist so dieses Spiel aus Kräutern und Mineralistik mit dieser schönen Zitrusapfelsäure wirklich wunderschön untermalt. Und ich sage halt, zur asiatischen Küche, alles wo ein bisschen Koriander dabei ist oder so ein mildes Curry, da passt mir dieser Ortswein wunderschön dazu. Der Gerhard hat es gerade angemeint, also Zierfandler hat auch ein Pseudonym, das ist der Spätrot, das habe ich gerade gesagt, also der färbt sich halt rosa ein zur Ernte hin. Und die zweite Sorte Rotgipfler, und Rotgipfler hat jetzt kein Pseudonym, und früher in Gumpoldskirchen, also das war so der bekannteste, der klingendste Weinort damals, da war halt damals ganz gang und gäbe diese Cuvée aus Spätrot-Rotgipfler. Lass uns bei dem Wein gerade nochmal bleiben, also du hast ihn ja jetzt schon charakterisiert, Die Würzigkeit, die finde ich sehr spannend, sehr einzigartig. Bevor ich mich mit Wein beschäftigt habe, war ich relativ tief in dem Thema Whisky drin. Okay. Und als ich da jetzt reingerochen habe und noch viel mehr, als ich es dann im Mund probiert habe, dachte mir, krass, das ist ja quasi der Eiler Whisky unter den Weinen. Also ich habe es extrem rauchig, also extrem, ich meine das jetzt positiv, aber im Sinne von auffällig, auch im Abgang fast schon einen torfigen Charakter, eine ausgeprägte Würzigkeit, Rauchigkeit, was ich ultra spannend finde, gerade vor dem zitrusfrischen Rahmen hat diese Torfigkeit, also ich kann es jetzt gar nicht anders sagen, weil es mich einfach an Eiler Whisky erinnert, ist es super spannend einfach und einzigartig. Ganz toll.
Ja, das ist ja für mich auch das Schöne an diesen autochthonen Rebsorten, dass sie eben einen Charakter haben. Verstehst du? Das ist ja, das ist ganz wichtig. Was ich dich noch fragen wollte, lieber Florian, wir möchten dich in deinem Podcast ja jetzt natürlich auch ein bisschen fordern. Jetzt weißt du, was Rotgipfler ist. Was ist denn Weißgipfler? Ja, also ich habe, wenn ich mich jetzt Situation, ja, Test. Nein, überhaupt nicht. Also was ich mitgenommen habe damals aus dem Besuch, wo wir mit Willi unterwegs waren, der Rotgipfler, glaube ich, der hat rote Triebspitzen. Das war, glaube ich, der Name, der dann die Rebe geprägt hat. Und wahrscheinlich, das ist jetzt die Assoziation, gibt es wahrscheinlich auch eine verwandte Rebsorte, die weiße Triebspitzen hat und vielleicht heißt es dann deswegen so. Ja, also gut hergeleitet, es ist viel simpler. Der Weißgipfler ist das alte österreichische Synonym für den grünen Veltliner. Ah, siehste, ja. Wieder was gelernt. Rotgipfler, Weißgipfler und so und dann eben... Die Germanregion hat wirklich in den 50er, 60er, 70er Jahren absolute Führerschaft gehabt in den Weinen. Gumpoldskirchner war eigentlich der Wein, der höchst angesehenste überhaupt. Gell? Und eigentlich waren es immer die Cuvées aus den beiden Rebsorten. Ja, und dann ist es eben wirklich so, dass, Lorenz hat es ja schon gesagt, dass dann der Zierfandler seinen Namen endet in der Cuvée der beiden Rebsorten. Zierfandler und Rotgipfler. Heißt er dann Spätrot-Rotgipfler? Aha. Ganz logisch, gell? Eigentlich schon. Also, aber super, das ist genau das, was einfach dann so Spaß macht, da mit Einheimischen und den wirklichen Praktikanten oder Praktiker zu sprechen. Es ist einfach genau diese schönen Storys, die man dann erzählt bekommt. Das finde ich total klasse. Zur Weinspeisenkombination durch diese rauchige Aromatik, was sich da für mich aufdrängt, sind irgendwie so flambierte Geschichten. Also um jetzt nicht zu snobby zu klingen, aber ich weiß nicht, ob ihr es schon mal probiert habt. Sushi mit abgeflammtem Pferdefleisch. Okay. Absolut geil. Muss man. Also, was bist du denn für ein? Du bist ja Sauerbraten-Japan-Connection, oder was? Total. Und sowas gibt es auch mit Aal, also Unagi-Maki zum Beispiel oder als Nigiri. Den flammt man auch ganz gerne ab. Und der hat dann so eine schöne rauchige Aromatik. Und als Sushi-Begleiter kann ich mir den Wein auch wohlgemerkt vorstellen, weil er sicherlich in der Gastronomie sehr spannend einzusetzen ist, wie der Gerhard weiß sicherlich. Ja, also ich bin voll bei dir, Unagi, Aal und so, nehme ich auf jeden Fall mit, aber ganz ehrlich, profan gesagt, das ist ein Mega-Schnitzelwein. Ja, sehr gut, ja, genau. Super, perfekt. Schnitzel oder Tafelspitz, sage ich immer, das passt da immer super gut dazu. Und ich kann mir den Namen immer nicht merken, als ich da bei Vivinum war in Österreich, war ich bei dem Tafelspitz. Lachuta. Blachutta, ja. Tafelspitz und Wien, da ist die Ergänzung gleich automatisch Blachutta. Das hat er geschafft wie kein anderer. Ja, super. Lorenz, dir möchte ich noch etwas sagen. Flo, du hast bestimmt auch eine Flasche von Lorenz vor dir, oder? Guck dir mal das Etikett an. Das Etikett hat auch diese kleine Kapelle drauf, gell? Ja. Genau. Ja, gut. Ich habe es dem Lorenz, glaube ich, auch nicht gesagt. Ich muss immer sagen, für mich sage ich immer, das ist Django on the Jumbo. Das ist für mich ein Elefant mit dem Cowboy-Hut und der Django, der gerade zieht. Weißt du? Ach so, ja. Ah, jetzt. Ja, ja, ja. Lustigerweise von allen Leuten, denen ich das gezeigt habe, erst der Zweite, der das mit dem Elefanten so sieht. Aber es ist immer wieder lustig, wenn das wer sagt. Also das ist in Wirklichkeit eine Riedenillustration von der Riedmandelhöhe, der Urbanuskapelle auf einem Foto, glaube ich, der Florian wird das sicher einzeigen, so ein Riedenfoto, ein großes, da sieht man das recht gut. Und rechts hat man dann die Rieden Otzler und Rufenbrunn, also unsere wichtigsten Lagen sind halt da abgesetzt. Aber es ist spannend, wie die Leute so diesen Elefanten sehen. Also wenn du es einmal hast, ist es natürlich so, dass dahinter. Und ich finde wirklich oben, das Kreuz sieht ein bisschen aus wie so ein, ja, ich sag Django mit Sombrero, der gerade so, verstehst du, der steht so auf und zieht gerade. Gell? Das ist, wenn du wieder mal ein Natural oder Orange oder sowas machst, ja, den nennst du Django und der Jumbo. Na, ich wollte vielleicht noch etwas sagen. Ich habe lange da gearbeitet in der Dermenregion, deswegen liegt es mir auch sehr am Herzen. Ich habe sogar entfernte Verwandte, die da auch Weinbau betreiben, aber das ist irgendwie die Cousine meiner Mutter. Also
Ja, genau, richtig. Hansi, ja, ja. Das heißt ja, aber ich habe die vielleicht mein Leben zweimal gesehen. Was ich noch sagen wollte, es gibt so diese Meer zu Gumpoldskirchen. Ob die denn stimmt oder nicht, ist sei dahingestellt. Aber man sagt immer, dass Henri Chaillet in deutscher oder österreichischer Kriegsgefangenschaft Zwangsarbeit in Gumpoldskirchen leisten musste. Okay. Und dort ein paar Lagen deutlich als Grau-Grün-Lagen für ihn ausgewiesen hat. Gell? Ich weiß nicht, ob das stimmt, hat man mir so erzählt. Aus dem Krieg kommen viele Meers oder sagen die meisten. Aber ich meine, wenn das wirklich so stimmt, ist es zum einen natürlich keine, nicht nur, damit man sich schmücken soll, dass jemand da Zwangsarbeit leisten musste, nicht, aber wenn so ein Mann wie Henri Chaillet tatsächlich Kompostieren mit der Kultur verglichen haben soll, dann soll es so sein, nicht? Bin ich bei dir? Ich kenne die Geschichte noch nicht, aber ich werde mich einmal da ein bisschen informieren. Ja, ich ganz ehrlich, ich habe das Thema ja auch auf deutscher Seite zum Beispiel mit der Scheurebe und Sämling 88. Das ist ja so ein bisschen eine ähnliche Geschichte wie mit dem Zweigeld, was ja auch ganz gerne unterm Tisch gekehrt wird oder unter den Teppich gekehrt wird. Ich finde es immer gut, wenn man damit entspannt, offen, aber auch selbstkritisch einfach umgeht und das einfach ins richtige Licht drückt, finde ich durchaus angemessen. Was man halt ganz, ganz ehrlich dazu sagen muss, und das ist ja überliefert, du warst schon in Freigut-Thalern, also bei der Verkostung. Ja. Die Zisterziensermönche wussten halt damals im Mittelalter schon sehr gut, wo guter Wein wächst und welche Lagen prägnant und prädestiniert sind und hin und her. Und ich sage das immer gerne, die Pfaffen oder die Pfarrer haben immer schon gewusst, wo guter Wein wächst und wo, ja, wo er gut gedeiht und haben reiner Eigennutz. Mussten nie irgendwas vererben oder irgendwas in Scheidungs- oder hatten nie ein Napoleonsprinzip oder was auch immer, dass sie sich von etwas trennen mussten und haben eigentlich immer besser getauscht. Und das, glaube ich, sieht man recht gut, dass die dort, wo halt gute Klöster sind, die halt weinbaulich geprägt sind, dass das schon im Mittelalter einen sehr großen Stellenwert hat. Und das sieht man bis heute so. Dann würde ich sagen, du hast vorgeschlagen, die beiden Rotgipfler parallel zu verkosten, lieber Lorenz. Was kannst du vielleicht aus Einleitung zu der Rebsorte an sich, kannst du da zwei, drei Takte sagen? Also der Rotgipfler ist wie auch der Zierfandler ein waschechter Österreicher, ist eine natürliche Kreuzung aus Traminer mal rotem Veltliner und ist entfernt verwandt mit dem grünen Veltliner. Also das ist immer etwas, was ich sehr wichtig sage. Auch im Reifenbereich erkennt man dann schon immer Unterschiede. Der Rotgipfler zeichnet sich meiner Auffassung nach immer dazu durch, dass er vom Gerbstoff sehr fein geprägt ist und dass er je nach Bodenbeschaffenheit, auf welcher er wächst und natürlich die Handschrift des Winzers, stark oder weniger stark tropisch von der Frucht geprägt. Die Säure ist recht mild zu erachten und das ist was, was mir sehr gut fällt. Ich bin ein Winzer, der sich sehr gerne durch den Gerbstoff auszeichnet. Ich bin jetzt keiner, der sagt, Säure ist das Allerwichtigste. Wenn ich sie so wie der Stefan oder die Steirer habe, dann muss ich mich durch die Säure definieren. Wir definieren dich halt durch den Gerbstoff. Das wächst jetzt auf zwei unterschiedlichen Lagen. Einmal auf meine Grand Cru-Lage, die Riedmandelhöhe. Da haben wir eher der sehr hochkalkhaltige Lockersedimentsbraunerde, 60, 70, maximal 80 cm Erde, dann kommt wirklich sehr viel Stein, sehr viel Kalk, sehr viel Felsen. Das heißt, der Boden sehr karg, neigt immer zum Trockenstress, aber da sind wir schon dahinter mit der Begrünung. Und das Pendant dazu, der Pressweingarten in Pfaffstätten. Das ist eine Lage, die 40 Jahre alt ist. Die haben wir vom Freigut-Thalern jetzt seit 8 Jahren in Bewirtschaftung und mit dem Jahrgang 17 das erste Mal einen reinsortigen Lagenwein rausgebracht. Da haben wir einen sehr schweren Boden mit sehr hohem Ton- und Lehmanteil und dadurch fällt die Frucht für mich sehr intensiv würzig auf. Tropisch würzig, glaube ich, würde ich das am besten beschreiben. Und ich finde, wenn man die zwei Weine jetzt nebeneinander kostet und du hast jetzt einerseits den Pressweingarten mit seiner würzigen Note, mit diesem Tropenkomplex, dieser Maracuja, das Holz ist wunderbar eingebunden, so ein bisschen Kokosett und Raspel. Und auf der anderen Seite die Riedmandelhöhe,
dieses karge, fast ein bisschen die Frucht, nur ganz zarte Tropenfrucht, würde ich sagen, fast ein bisschen salzig-burgundische Komplexe. Und wenn ich die zwei Weine nebeneinander stelle, dann ist immer mein Hauptaugenmerk, da kann einer jetzt nicht viel Ahnung vom Wein haben, außer schmeckt, schmeckt nicht. Und ich sage, erkennst du da Unterschiede? Und 9 von 10 Leuten würden mir da wahrscheinlich ja darauf antworten. Und somit sage ich so, das ist Terroir für mich. Und so funktioniert das auch. Und diese zwei Stilistiken sind für mich aber auch jedes Jahr charakteristisch. Ja, ich habe als erstes jetzt den Pressweingarten im Mund gehabt. Ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Reihenfolge war. Das ist egal. Das ist egal. Also in der Nase auf jeden Fall schon mal intensiv, ne? Nicht so vordergründig, wie man es manchmal aus der neuen Welt hat, sondern schlicht und einfach intensiv mit einem großen Aromendruck und betörend auch eine große Komplexität für mich. Und was mir als erstes in den Sinn kam, ist so eine Bratapfelaromatik. Hat auch so eine leicht rauchige, würzige Geschichte, also eingekocht klingt in Weinohren oft so negativ, aber ihr wisst, was ich meine. Es ist jetzt keine frische Frucht, es ist so eine Bratapfelaromatik für mich einfach. Also für mich ist immer Bratapfel, gehe nicht ganz d'accord, für mich ist es Quitte. Ja, das ist so ein bisschen ledrig, es hat die Säure auch für mich drinnen und so. Also ich. Und ich finde, es hat irrsinnig viele weiße Blüten auch für mich, so Weißdorn. Das sind eben diese klassischen, klingt jetzt blöd, aber es sind teilweise sogar Angänge an die Champagne-Aromatik. Ist natürlich klar, mehr Fruchtprägung da, es ist nicht so karg. Der Mandelweingarten, die Mandelhöhe ist jetzt natürlich puristischer ausgelegt, aber der Rotgipfler ist, sagen wir so, für mich auch immer im Basisbereich mehr Schmeichler, mehr gaumenfüllender Wein. Der Zierfandler bleibt die treibende Kraft und ich kann für mich immer gut verstehen, wenn man die beiden küvettiert hat, ne? Weil jeder was beiträgt und viele gewinnen. Ja, das hat auch so eine Zandelholzgeschichte, also so ein bisschen frisch gespitzter Bleistift kommt da für mich so ein bisschen mit dazu. Hat schon eine rauchige Komponente auch, so eine herbe Zitrusgeschichte. Also sehr, sehr komplex. Toller Wein, absolut. Ja, jetzt bin ich mal gespannt auf die Mandelhöhe. Beide aus dem selben Jahrgang, glaube ich, gell? Beides 19, ja. Ja. 14% ist natürlich für einen Weißwein jetzt nicht allzu wenig, beim Mandelhöhe zumindest, der hat 13,5, okay. Wobei ich dazu sagen muss, Lorenz, von diesem Megatrend immer alkoholschwächere Weine bin ich ja meilenweit davon entfernt. Ne? Ich habe damit gar nichts am Hut. Also ich sage, alles zu seiner Zeit, alles hat seine Vor- und Nachteile, aber bei manchen Stilistiken ist es einfach so, dass die ein bisschen kräftiger auftreten und ich finde, das gehört sich auch so. Ich sehe das immer so, das ist nur halt dieser Ausdruck des Alkohols ist ein bisschen leichter zum Erklären. Für mich ist das immer so, wir lesen alles mit der Hand und ich versuche immer, obwohl ich den Keller ziemlich alleine schupfe, am Vormittag 1,5 Stunden und am Nachmittag 1,5 Stunden mit Ernten zu gehen. Warum? Damit ich gleich weiß, wie schauen wir gerbstoffmäßig aus, wie sind die Schalen beschaffen, wie lange machen wir Maischestandzeit? Das ist so die Gretchenfrage immer. Und ich versuche immer die Trauben at the point zu lesen. Das warum machen wir das so? Die Säure plumpst sonst eh dahin. Also das ist eher bei uns immer der begrenzende Faktor mit der Stockreife. Wie viel Säure habe ich noch? Und was ich halt nicht mag bei meinen Weinen, beim Zierfandler und beim Rotgipfel auch nicht, ist so dieser leichte Prädikatswein-Touch, so dieser überdrückte Touch. Und der neigt sich halt dann doch, wenn ein bisschen zu viel Alkohol da ist, neigt sich der dann halt doch immer überhand zu nehmen. Und darum ist es halt mir wichtig, dass man das so at the point richtig, richtig lesen. Und das ist halt in einer Region wie bei uns, wo wir immer mit einem sehr heißen Herbst zu kämpfen haben und gleich einer sehr frühen Blüte, da muss man halt immer voll dahinter sein, dass der Stockertrag genau ans Jahr angepasst ist und dass man das richtig, richtig abwägen. Das ist halt immer ein bisschen, man muss halt immer so ein bisschen in die Zukunft schauen und das ist nicht immer einfach, aber wir kriegen es meistens sehr gut hin. Ja, also die Mandelhöhe für mich eindeutig der filigranere Wein, der leichtere Wein im Sinne auch vom Körper, obwohl er mehr Alkohol hat, ja, ist vielleicht auch spannend. Das sagt aber nicht immer alles.
Ist genau, meistens würde es man ja von der Theorie her eher von der Tendenz her gegenteilig sagen, aber auch eine große Aromakonzentration, Aromadruck, aber insgesamt der elegantere, zurückhaltende, filigranere Wein. Und was jetzt hier einfach super spannend ist, finde ich für mich, es ist ein und dieselbe Rebsorte, es ist ein und derselbe Winzer, und was diese Rebsorte an stilistischer Bandbreite zulässt, ist einfach das Faszinovum an sich, auch wenn die beiden Weine erstklassig sind, gar keine Frage, aber in ihrer stilistischen Vielfalt, und das ist das, was mich immer so freut an der ganzen Weinthematik überhaupt, ist einfach die Vielfalt, die einzelne Rebsorten auch zustande bringen. Und da versuche ich halt auch viele Teilnehmer in meinen Kursen und Weinproben darauf hinzuweisen, es macht meistens keinen Sinn zu sagen, ich trinke kein Riesling oder ich trinke nur Riesling oder das oder jenes, sich da festzulegen. Weil selbst wie man jetzt an diesen beiden Weinen sieht, bei einem Jahrgang, bei einem Winzer, bei einer Rebsorte ist die stilistische Bandbreite so groß, dass im Prinzip jeder fündig wird. Und da rennt man aber oftmals gegen eine Betonwand. Ja. Ich kann immer nur wieder eines meiner Hauptmotten oder Mottos Kuss geben. Ne? Trinken bildet. Ja, nirgendwo ist der Spruch so richtig, probieren geht über studieren. Ja, und wenn es nur Einbildung ist, aber ist ja wurscht. Das stimmt allerdings, ja. Ja, super lecker, ja, perfekt. Also was ich da mag, ist einfach, auch das ist das, was du mit Gerbstoffen meinst, ist für mich so die Stoffigkeit, der Extrakt, der da für mich sehr, sehr hoch erscheint, wo man auch so eine ausgeprägte Mandel- oder Marzipannote im Abgang hat, auch verbunden mit dieser Cremigkeit, wo man wirklich das Gefühl hat, man hat ein Stück weit Feststoff im Mund. Ja, man kann den Wein fast kauen irgendwie. Das ist schon toll. Dankeschön. Ganz großes Kino. Und man darf nicht vergessen, diese Weine haben ein irrsinniges Alterungspotenzial. Also Zierfandler, Rotgipfler, 20, 30 Jahre, easy. Wahnsinn, super. Das hält ewig. Was ich habe jetzt noch, das wollte ich noch dazu sagen, vielleicht so ein bisschen so zu dem Stilistik und zu dem allen. Würdest du mich jetzt heute blind fragen, Lorenz, welcher Wein spricht für dich als Winzer? Was ist so, wenn du mich um 3 in der Früh aufwächst, Lorenz, mit welchem Wein willst du dich präsentieren, wenn du jetzt nur einen Wein zur Auswahl hättest? Ich würde immer die Rotgipfler Riedmandlhöhe wählen, weil das einfach meine Lieblingslage ist und weil ich einfach finde, dass das meine Handschrift und mein Denken und Tun am allerbesten wieder trifft. Würdest du mir aber eine andere Frage stellen, nämlich sagen, Lorenz, mit welchem Wein würdest du die Region am besten charakterisieren? Oder wenn du einen Rotgipfler zur Auswahl hättest, dass du dem einen Kunden, der jetzt heute nichts mit Rotgipfler zu tun hat, aber sich mit Wein auskennt, präsentieren würdest, dann würde ich ihm immer die Pressweingarten präsentieren, weil das für mich Rotgipfler at the point ist, wie Rotgipfler halt vom Geschmacksbild her schmecken muss. Und da sieht man wieder, wie unterschiedlich die Spektren sind, wie schnell das es auseinandergeht. Und da redet man nur von zwei verschiedenen Weinen und derselben Rebsorte. Aber das ist ja eigentlich auch die perfekte Antwort oder auch die ergänzende Antwort auf das, was wir vorhin gefragt haben oder drüber gesprochen haben, ist Ursprungsbezeichnung, Ursprungscharakteristik, ist das ein Widerspruch zur Winzercharakteristik? Und der Stefan hat es ja gesagt, das lässt sich über das Portfolio, über das Sortiment quasi ganz gut in beide Richtungen beantworten. Und das hast du jetzt quasi nochmal wiederholt. In der Mandelhöhe ist für dich die Handschrift im Vordergrund und beim Pressweingarten ist für dich die Ursprung oder die Rebsortencharakteristik vielleicht noch mehr im Mittelpunkt. Und so muss am Ende des Tages natürlich jeder für sich beantworten, was ihm persönlich am besten schmeckt. Aber du als Handwerker im besten Wortsinn präsentierst dein Können, das Potenzial, was die Region, deine Rebanlagen mit sich bringen und interpretierst es dann auf unterschiedliche Art und Weise. Und das ist das, was genau handwerklich erzeugten Wein unterscheidbar macht und unterscheidbar sein muss gegenüber industriell produzierten Weinen und was für mich letzten Endes auch die ganze Magic im Prinzip bei dem Thema Wein ausmacht, ist diese Vielfalt von Jahr zu Jahr unterschiedlich, die Köpfe dahinter, die Philosophie dahinter und das ist das, was Wein auszeichnet. Bin ich ganz bei dir und der Stefan wird das sicher auch untermalen. Wir verkosten auch miteinander sehr viele Weine. Und nicht erst einmal, dass wir
sei es ein deutscher Wein, ein österreichischer Wein oder ein Burgunder, in mehreren Jahren hintereinander, also dieselbe Lage verkostet haben und uns dann irgendwie gedacht haben bei gewissen 2-3 Jahren, oh Mann, das ist einer der Top-Winzer und der Doyen des Weinbaus, aber trotzdem hat er jetzt einen Stilwechsel herinnen. Und warum ist dieser Stilwechsel hervorgerufen? Thema, natürlich, der eingeschlagene Weg sollte schon so lang wie möglich beibehalten bleiben, aber das, was ich mit 25 sehe, heißt nicht automatisch, dass ich das mit 45 auch noch so sehe oder ja. So handwerklich betrachtet sehe und was auch immer. Ja gut, man kann es auch anders ausdrücken. Ich meine, was du jetzt beschreibst, ist ja im Prinzip einfach auch der ganz normale Vorgang einer Weiterentwicklung, einer Evolution. Da geht es jetzt nicht nur um eigenen Geschmack, der sich vielleicht verändert, sondern einfach auch um neue Erkenntnisse, geänderte Rahmenbedingungen, wo man natürlich auch angemessen reagieren muss, weil, ich sage mal, mit den althergebrachten Methoden von vor 50, 80 Jahren, was weiß ich, die haben ihre Daseinsberechtigung, aber liefern halt vielleicht nicht die Top-Antwort auch jetzt unter neuen Rahmenbedingungen. So ist es einfach. Ne? Gut, ihr Lieben, jetzt haben wir wirklich lang geratscht und sehr, sehr leckere Weine probiert. Wie gesagt, Zweiteiler, oder? Bitte? Das wird ein Zweiteiler, oder? Nee, also es kommt euch jetzt lang vor, aber mit Interviews bin ich oft in so im 2-2,5 Stunden Bereich und die Hörer hören sich das auch an, also man kann das ja in diesen Analytics und so weiter ja anschauen und diese Art von Gesprächen, Interviews werden normalerweise sehr, sehr gut aufgenommen und finden meine Hörer insgesamt sehr toll. Hat einer von euch noch irgendwas hinzuzufügen, was wir vergessen haben soweit? Was noch unter den Tisch gefallen ist? Ich glaube nicht. Ich wollte nur sagen, das größte Geschenk, das hast du vorher kurz angesprochen, eines der größten Geschenke, die der Wein machen kann, ja, ist nicht nur der Rausch, der ist auch schön, ja, aber es sind die Menschen. Die Menschen, die man über den Wein kennenlernt und ich glaube, das macht schon sehr viel Spaß. Absolut, absolut. Stefan, dein Wort zum Sonntag. Mein Wort zum Sonntag, ja. Abschließend danke für die Zeit, hat mich sehr gefreut. Und ja, ich werde mir jetzt dann auch eine Flasche Wein aufmachen, glaube ich, nachdem ich das angehört habe. Ja. Ich dachte, du musst noch arbeiten gehen, Stefan. Weißt du, ja, ich starte jetzt eh schon wieder los. Mein Vater hat schon zweimal angeläutet. Der hat, glaube ich, vergessen, dass ich so ein neumodisches Dings gerade mache oder so. Okay. In Anführungszeichen. Nein, also jetzt geht es noch in den Weingarten und die Gastro hat wieder offen. Und ich habe noch die Gastro noch nicht besucht. Also ich werde mir jetzt heute mal überlegen, wo ich heute Abend auf den ersten Spritzer und Glas Wein hingehe, um mich einmal selbst bedienen zu lassen und die eigene Küche nach 7 Monaten nicht immer putzen Perfekt. Muss. Super. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch drei sehr herzlich auch für eure Zeit und für eure großzügige Bereitstellung der Weine. Alle sehr, sehr lecker und ich bin mir sicher, ein paar werden sich bei euch melden jetzt im Rahmen des Podcasts und in mir habt ihr auf jeden Fall einen neuen Fan gefunden und hat sich, fühle mich auch bestätigt, Österreich jetzt so einen großen Raum in meinen Podcast einzuräumen. Das war die absolut richtige Entscheidung. Ich freue mich, wenn wir uns auch in Real mal treffen würden, nach Corona-Zeiten, wenn es sich irgendwie einrichten lässt, wenn mich der Gerhard unter den Arm klemmt, dann komme ich da gerne mit zur Buschenschenke. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis bald. Auch für Danke. Euch, danke euch Jungs. Tschüss. Schöne Tage, ciao. Danke, ciao. So, puh, das war mal wieder viel Material auf die Ohren, aber ich denke, es hat sich auf alle Fälle gelohnt, diese beiden wirklich ausgezeichneten Winzer kennenzulernen und auch nochmal Österreich aus einer anderen Perspektive mit Hilfe der intimen Kenntnisse Österreichs von Gerhard Retter. Insgesamt muss ich mich selber loben und sagen, dass ich sehr, sehr froh bin, unserem Nachbarland oder meinem Nachbarland, ihr seid ja zum Teil ja auch in Österreich, also meinem Nachbarland Österreich als Weinbaugebiet, Weinbauland, so viel Platz hier einzuräumen. Ich war am Anfang ein bisschen unschlüssig, wie ich die Gewichtung der einzelnen Länder machen sollte. Deutschland ist ja fast ein bisschen kurz gekommen, hatte ja aber auch hier und da immer wieder seinen Platz. Aber ich muss sagen,
durch diese Vielfältigkeit und hohes Qualitätsniveau auf der ganzen Breite mit den ganzen Facetten und den spannenden Winzerpersönlichkeiten, die wir bisher kennengelernt haben, bin ich wirklich froh, Österreich so viel Platz eingeräumt zu haben in meinem Podcast, weil es wirklich wert ist, sich mit diesem Weinbauland ein bisschen näher zu beschäftigen, verschiedene Weine zu probieren, auch die Rebsorten über die verschiedenen Anbaugebiete hinweg zu verkosten und die Unterschiede kennenzulernen. Es ist viel mehr als grüner Veltliner und Zweigelt und natürlich auch über die ganzen verschiedenen Facetten der Anbauregionen hinweg. Grüner Veltliner ist aber schon das Stichwort für die nächste Sendung. Diese wird ja am 10. Juli erscheinen und da ist dann nochmal eine normale Seminarepisode geplant, also Wein spricht Deutsch. Der dritte Teil zu Österreich mit dem Namen Österreichs Spitze, wo wir uns nochmal, was heißt nochmal oder wieder, den grünen Veltliner widmen werden und der besten roten Rebsorte Österreichs, dem Blaufränkisch. Da könnt ihr nochmal drauf gespannt sein, was diese beiden Rebsorten in Österreich zustande bringen. Und das rundet dann quasi nochmal den Rebsortenspiegel Österreichs ab. Damit aber nicht genug. Ausgabe 46 vom 31.07. wird dann nochmal ein Online-Mitschnitt einer Profi-Weinverkostung sein, wo wir uns noch einer der bekanntesten Anbaugebiete Österreichs nähern werden, nämlich der Wachau, unterstützt von Roman Horvath, seines Zeichens Master of Wine und Betriebsleiter des großen Weinguts Domäne Wachau. Und dort werden dann auch zwei kleinere junge Winzer ihre Weine präsentieren. Natürlich steht hier im Vordergrund der grüne Veltliner, aber auch da sei nicht zu viel versprochen. Es gibt auch eine Menge wirklich ausgezeichneter und extrem leckerer Weine, die nicht aus grüner Veltliner sind und aus der Wachau stammen. Das aus kleiner Ausblick. Also nächste Folge, 10. Juli, WVLG 45, Österreich Spitze, grüner Veltliner und Blaufränkisch und dann Ende Juli, 31. Juli, der Mitschnitt der Profiverkostung mit der Domäne Wachau. Ja, das soll es gewesen sein. Ich wünsche mir nochmal ein bisschen mehr Feedback, bisschen mehr Bewertungen und Rezensionen auf iTunes oder der Plattform eurer Wahl. Schreibt mir euer Feedback, geht oder werdet Mitglied meiner Facebook-Gruppe Weinverstehen leicht gemacht. Dort können wir uns gerne austauschen, Fragen stellen, Umfragen stellen, Mitglieder sprechen, aber auch sich Feedback oder Rat der anderen Weintrinker einholen. Wir sind mittlerweile 300 Leute und je mehr dabei sind, desto spannender wird es natürlich. In diesem Sinne freue ich mich von euch zu hören. Haut mal wieder ein, zwei Hörerfragen raus, die ich dann in eine Sendung einbauen kann. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Genießt die Lockerungen und den hoffentlich bald wärmer werdenden Sommer. Ich verbleibe wie immer mit genussreichen Grüßen. Euer Florian aus München. Ciao, Servus.